So, dann möchte ich natürlich auch nicht vergessen, Peter Jungkamp aus dem Bezirksvorstand, unser Kappel, zu begrüßen. Danke, dass du gekommen bist. Auch meine Kollegen aus dem Kreisland, dem Joachim Bernshausen und dem Michael Eigner, herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. Vielleicht wissen das einige noch nicht, wir drei bilden eine Fraktion im Kreisrat und ja, es war da manchmal recht spannend. Ja? Gut. Na, im Kreisrat ist schon spannend. Alles gut. Vor allem möchte ich auch nochmal der Polizei Danke sagen, dass die uns hier immer wieder beschützt vor diesen netten Gästen, die draußen waren. Und also herzliches Dankeschön, dass die da waren. Die Gäste sind jetzt übrigens weg. Ja, gut. Vor allem möchte ich Danke sagen, dass ihr trotz der Schneewetterlage hierher gefunden habt. Auch möchte ich meinen Dank an die Demonstranten da draußen sagen, dass sie hierher gefunden haben. Bergen gegen rechts, eine grüne Jugend, die Linke, CSD, die Patrioten, die Partei, ja, und Reisegruppe Revoluzzer und noch ein paar verlorene Seelen sind dabei. Sie haben sich an alle Antifaschist-SternchenInnen gewandt, aber sind wir doch mal ehrlich, die wahren Faschisten sitzen nicht hier im Saal, sondern gehen draußen, um eine Wahlveranstaltung von einer wahren demokratischen Partei wie der Alternative für Deutschland zu behindern und zu verhindern. Eure Anwesenheit da draußen hat wenigstens den positiven Effekt, dass die Presse diese Veranstaltung in den Zeitungen behandelt wird, wo doch gerne die AfD totgeschrieben wird. Da begrüße ich auch gerne, wenn die Presse da gewesen wäre, die Presse, aber die ist nicht da. Dann meinen stellvertretenden Kreisvorsitzenden möchte ich auch hier begrüßen, der auch Bezirkskandidat ist, der Raphael Lehrer. Und der dritte im Bunde, unser Finanzvorstand, der ist leider seit 3 Wochen im Krankenhaus und wird auch noch 2, 3 Wochen bleiben da. Dem möchte ich von hier nochmal ein ganz herzliches, dass er gesund wird, Gesundheit wünschen, von ab vor allem. Er hat sich eingebracht, MS, ist jetzt im Rollstuhl und hat zurzeit wieder einen Schub und muss sich wieder einstellen lassen. Aber von hier aus alles Gute für ihn. Danke. So. Liebe Freunde der Alternative für Deutschland, am 8. Oktober wählen wir hier einen neuen Landtag. Die Wahltrends zeigen für die AfD nach oben. Wir haben zurzeit eine deutliche Zunahme und Anfragen von Neumitgliedern in unserer Partei, auch hier im Kreisverband. Und das ist gut so. Alleine hier im Kreis immerhin 11 neue Mitglieder, die aktuell drin sind, seit 4,5 Monaten. Und das lässt hoffen, dass es auch gut weitergeht. Aber warum ist das so? Warum geht jemand zur AfD? Viele Gesetze aus der EU, dem Bund und der Staatsregierung haben unmittelbar Auswirkungen auch hier im Kreis und in den Gemeinden. Als Kreisrat in Traunsch. Ich unterbreche mal kurz. Peter, Servus. Peter Felser, unser MDP aus Kempten, Allgäu, Landesgruppensprecher der Bayerischen AfD, der Bundestagsabgeordneten. Herzlich willkommen. Als Kreisrat und Stadtrat bekomme ich da in Sitzungen einiges zu hören. Wir als AfD-Fraktion im Kreisrat haben den Haushaltsplan für 2023 nicht zugestimmt, weil die Flüchtlings- und Asylkosten immer mehr Millionen im Kreishaushalt verbrauchen. Das tragen wir nicht mit. Und als Bonus für uns haben während der Haushaltsrede von der AfD-Fraktion Grüne und SPDler den Raum verlassen. Ich fand das ganz toll, war in Ordnung und das stand auch schön in der Presse. Ich kann in erster Linie nur für mich sprechen. Wir leben in Zeiten, in denen Regierungen auf EU-Bundes- und Landesebene für alle da zu sein scheinen. Nur fürs eigene Volk nicht. Fremde Staaten werden schnell und mit vielen Milliarden von unseren Steuergeldern zugeschüttet. Flüchtlinge und Asylanten kommen zu Millionen seit 2015 ins Land. Nehmen unseren Wohlfahrtsstaat gerne in Anspruch,
ohne dafür eine Gegenleistung wie angepasste Integration zu gewährleisten. Gefährder werden nicht ausgewiesen. Das Bildungssystem ist total überfordert. Lehrer und Klassenräume, Mangelware. Das Gesundheitssystem wird zunehmend überfordert. Und das nicht erst seit Corona. Krankenhausbetten und Pfleger, Mangelware. Kita-Plätze, Mangelware. Betreuer, Mangelware. Kindergartenplätze, Mangelware. Schulräume, Kindergärten, Kinderorte können gar nicht so schnell gebaut werden, wie der Bedarf ist, weil der Flüchtlings- und Asylstrom nicht abreißt, sondern auch zunimmt. Aus dem Kreisen und aus dem Stadtrat kriegen wir die Informationen ja live mit. Und leider sind viele Sitzungen nicht öffentlich. Und da beschwere ich mich immer wieder, weil das ist unmöglich. Ich finde es gut, wenn die Leute informiert werden, was da läuft. Und da werden wirklich Summen verbraucht für die Asylanten und auch für die fehlenden Plätze, Kita etc. In einigen Gremien wird da ganz schnell alles beschlossen. Natürlich immer gegen die AfD, ist eh klar. Und werden Millionen rausgespuckt. Und der beste Satz ist immer der, der mich am meisten irritiert. Und wir haben ja jetzt zwei Bundestagsabgeordnete, ist immer der, ja, wir kriegen doch 90%, fast 90% kriegen wir doch vom Bund bezahlt. Was die Asylkosten angeht. Aber 10% ist immer noch viel. Wir rechnen jeden Monat kommen hier 50, Entschuldigung, jede Woche kommen hier 50 Asylanten neu an, ohne die Ukraine. Nur hier bei uns im Kreis. Jede Woche. Und so schnell können wir gar nicht die Wohnungen bauen, die dann gebraucht werden. Pflegesystem ist überfordert. Sicherheit, Mangelware, fehlende Polizisten. Infrastruktur scheint in ganz Deutschland eine einzige Katastrophe zu sein. Brücken, Straßen, Autobahnen, Wohnungen, Mangelware. Deutsche werden von den Gemeinden ihre Stadtwohnungen gekündigt, um Platz für Asylbewerber zu haben. Siehe Lörrach, was jetzt in den Pressenberichten auch war. Gerade auch mit den fehlenden Wohnungen habe ich den Eindruck, dass der Staat hier der größte Preistreiber ist, da für alle Flüchtlinge und Asylbewerber Wohnungen angemietet werden, soweit sie die bekommen können, die dann dem ausgereizten allgemeinen Wohnungsmarkt fehlen. Und sie bieten die Höchstpreise. Der steuerzahlende und abgabenbelastete Arbeitnehmer hat so gut wie kaum noch Chancen, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Gerade hier im Kreis, wo wir noch Zustrom haben, auch innerhalb der EU-Bürger und der Deutschen, auch aus dem Osten etc., weil vermeintlich hier die tollen Arbeitsplätze sind, aber die Wohnungspreise, die explodieren hier. Manch einer zahlt schon 50% von seinem Lohn für die Wohnungen. Und das geht noch weiter aufwärts, auch wegen der Energiekosten. Der Staat, das Land, der Bezirk, die Kreise und Gemeinden als Konkurrent zu ihnen. Jede Höhe der Mieten zahlen und dadurch auch die ortsüblichen Mietspiegel nach oben treiben. Jede Woche kommen hier, wie schon gesagt, 50 neue Asylbewerber hier im Kreis an, ohne die ukrainischen Flüchtlinge. Es werden aber nicht jede Woche 50 neue Wohnungen hier gebaut. So langsam bekommt jeder Bürger mit, dass die AfD in vielen, was sie vor Jahren schon gesagt hatte, recht hat. Wir bekommen eine Inflation, haben wir gesagt, 2013 über den Euro. Unser Staat überfordert sich mit der Migrationswelle 2015. Man versucht den Bürgern Maulsperren zu verpassen. Unsere heimische Industrie wird von den hohen Energiepreisen, der Inflation und den Vorschriften erdrückt. Und wir haben jetzt ein Negativbeispiel par excellence an unserer Grenze im Landkreis Altötting, aber viele Arbeitnehmer aus unserem Kreis arbeiten dort, ist das sogenannte Chemiedreieck. Da werden jetzt einige Firmen abwandern, die das schon angekündigt haben. Es werden etliche gut bezahlte Arbeitsplätze dann nicht mehr zur Verfügung stehen hier. Und der Bürgermeister von Burghausen weiß nicht mehr, wo die Einnahmen sind. Bis jetzt lebt er in Wolke Kuckucksheim und alles lief ja toll. Aber jetzt nicht mehr. Das wird ein Riesenproblem. Altötting, Schulden ohne Ende, der Kreis, erhöht seine Kreisumlage auf über 60%. Wir hier im Kreis Traunstein, Gott sei Dank, nur 49,5, was aber auch schon viel ist. Ja, aber immerhin. Und die Krankenhäuser sind zumindest hier bei uns schuldenfrei. Wir haben vor langer Zeit im Kreis Traunstein wurden schon Investitionen für die Zukunft getätigt, die in Altötting nicht geschehen sind. Und jetzt stehen die da, haben einen Riesendefizit und müssen das auch noch bewältigen mit den Kosten der Renovierungsarbeiten plus der Umstrukturierung. Also ein Riesenproblem. Und am Ende, liebe Anhänger der AfD, geht es um nichts weniger als unsere Freiheit.
Darum ist nur die AfD die einzig wählbare alternative demokratische Partei. Dankeschön. Ich möchte noch mal sagen, am Ende unserer Reden werden wir dann da sitzen. Wir haben ein Funkmikrofon und können dann Fragen beantworten von euch. Dort liegen Zettel aus und Kugelschreiber. Ihr könnt da die Fragen aufschreiben und dann können wir rege diskutieren mit unseren Abgeordneten. Ich habe auch ganz bewusst nicht nur die Landtagskandidaten in der Nähe aus unseren Nachbarkreisen eingeladen, sondern eben auch Bundestag- und Landtagsabgeordnete. Der Zufall will es, dass der Andi auch gerade unser Nachbarkreis ist. Damit wir ein bisschen was da auch hören, was da wirklich gerade läuft. Wir kriegen nicht alles mit, die Presse schweigt uns tot und die AfD macht viele Anträge, selten kommen welche durch, wenn überhaupt, dann nur als Anhängsel der CSU oder so. Also es ist also sehr eigenartig, was da läuft. Gut, als nächsten Redner möchte ich unser Nachbarkreis Berchtesgadener Land, Wolfgang Koch, ja, du bist schon dran, das geht dir schön der Reihenfolge nach und dann begrüßen wir den Wolfgang Koch. Dankeschön. Das war jetzt überraschend, ich habe mir gedacht, die kommt zum Schluss, zuerst kommen die Abgeordneten, dass ich dann zum Schluss die Abgeordneten kritisieren kann. Das ist wahrscheinlich umgekehrt. Ich muss jetzt am Andreas Füssel, also ich bin der Wolfgang Koch, ich kenne ja nicht die meisten, bis auf mir ein Kleinwächter, wahrscheinlich kennen wir alle, oder die zwei Mitarbeiter von Herrn Felser. Ich war zweimal mit der Bundestagsfahrt mit Herrn Felser, die Jacqueline war dabei, von Kempten aus für uns eine Ochsentour, aber wunderbar, 3:30 aufstehen, um 6 Uhr mit dem Bus in Kempten fahren, ist natürlich eine Herausforderung, aber für Peter Felser mache ich es gern. Also ich bin der Wolfgang Koch aus dem Kreisverband Berchtesgadener Land, bin der Kreisvorsitzende dort und bin seit 2018 Jahren in der AfD, wie viele wissen, war lange Zeit vorher schon dabei, bin Landtags- und Bezirkstagskandidat, habe auch meine Schattenseiten in Anführungszeichen, ich war der persönliche Referent von Blenk im Landtag, das nehmen wir heute noch viele übel, aber es war halt so, es gibt halt auch viele, die ihn gewählt haben damals, dazu muss man stehen meiner Meinung nach. Es geht nicht anders. Mein Thema vom Wahlkampf ist von dem Kreistag in den Landtag. Weil das sehr wichtig bin, weil es gibt Landtagsthemen, das sind die Landtagsthemen. Aber es gibt auch Kreistagthemen, die man einfach in den Landtag tragen muss. Weil die da oben, das ist jetzt keine, das geht jetzt nicht auf unsere Abgeordneten, das geht auf diese Systemparteien. Wir haben ja im Landkreis die Landwirtschaftsministerin, die den Herrn Söder sehr gut kennt, die Frau Karniber. Die grüßt mich auf der Straße nicht mehr. Also die hat mit dem Landkreis nicht mehr viel zu tun, außer dass sie bei Bauernversammlungen sitzt. Und das ist das Problem meiner Meinung nach. Man muss diese Landkreisthemen, die brennen, in den Landtag reintragen, weil der Landtag natürlich viel weiter oben ist. Das ist unser nächster Ansprechpartner und das wird dort oft vergessen. Wie der Andreas Füssel angesprochen hat, ich habe auch den Haushalt abgelehnt, allerdings nicht mit den 200 AfDler, weil die haben wahrscheinlich gar nicht gelesen, sondern mit der ÖDP, die alles ablehnen. Die lehnen einfach alles ab. Aber ich habe es begründet und bin dann gepeitscht worden dort. Wegen Asyl, wir können 8,5 Stellen Vollzeit-Äquivalente im Asylwesen, obwohl die jetzt über Jahre schon aufgebaut haben. Also 8,5 Stellen kann sich ein Landkreis in dem Bereich gar nicht leisten. Unser Kreisumlage steigt von 42%, glaube ich, auf 45,5 jetzt. Nein, wir sind gut drunter. Und trotzdem können bei uns schon 3 Kommunen die Kreisumlage nicht mehr erwirtschaften. Auch meine Kritik in der öffentlichen Kreistagssitzung sagen 3 Bürgermeister von der CSU, wir tricksen mit den Zahlen. Jetzt weiß man, was da vor sich geht bei diesen ganzen Sachen. Und wie der Andreas gesagt hat, es ist in Traunstein vielleicht noch einiges besser wie bei uns im Berchtesgadener Land. Wir haben miteinander Kliniken. Es wird bei uns ein neues Klinikum gebaut, weil 3 geschlossen werden. Und das bedeutet eine Neueinschränkung. Unsere Bundestagsabgeordneten wissen ja, was da momentan vor sich geht. Da gibt es nicht mehr viel am Land. Das sind Notversorgungen und die werden irgendwann einmal an Konzerne verkauft. Da gibt es eine Notaufnahme und das war's dann. Also diese Neueinschränkung von den Kliniken trifft uns hier am Rand von Oberbayern brutalst.
Es kann also sein, dass hier die beiden Landkreise, die Klinikengesellschaft, nur noch einen großen Standort mit Hubschrauber in Traunstein haben. Traunstein und Berchtesgaden liegen Straßenkilometer ungefähr 60 Kilometer auseinander. Wenn in Berchtesgaden ein Unfall passiert, müssen die eventuell 60 Kilometer bis Traunstein fahren. Also da liegt so vieles im Argen, und da kann ich jetzt den ganzen Tag erzählen, was ich die letzten 20 Jahre an Themen kommunal gesammelt habe. Das muss in den Landtag, weil diese Themen, die sind nicht drin. Der Landtag diskutiert nur über Gesetze, da kommt auch unsere AfD nichts dafür. Die diskutieren über Sachen, die Bürger unten erst später merken. Jetzt merken sie, wenn die Praxis zu ist, wenn der Bäcker zu ist, wenn das Krankenhaus aufbaut, das merken die Leute als erstes. Oder die Pflichtaufgaben der Kommune. Es weiß keiner was am Land, was die Pflichtaufgaben der Kommune sind. Es ist halt so. Wasser läuft, das Knöpfchen drückt man, die Müllabfuhr kommt und der Schneeflug naht. Aber die Pflichtaufgaben der Kommunen können wahrscheinlich in einigen Jahren die meisten Kommunen nicht mehr erfüllen. Das ist ein Riesenproblem. Und da sind wir dann bei dem Asylthema. Im Berchtesgadener Land haben wir jetzt beschlossen, an prominenten Stellen Asylheime zu bauen. In der Kurstadt Bad Reichenhall, ihr wisst, was das ist. Mitten drin, wir haben ein Luxushotel, das runtergekommen ist von der Steigenberger Kette, wo Leute den Schnitzelbegriff, brauchen wir ja nicht mehr so verwenden, mit diesem Schnitzelbegriff rauskommen. Voll, das Hotel ist voll. Da hörst du dann den Reichenhall von den CSUler, es geht so nicht weiter, wir sind in der Kurstadt, so ich, dann sagen wir was. Nein, sehen wir uns nicht. Solange diese CSUler an den Futter drüben sind, ich sage mal, solange die Schweine an den Futter drüben fressen können, merken sie nicht, wenn der Metzger kommt. Und das ist dort genauso. Im stillen Kämmerlein protestieren alle, aber in Wirklichkeit, wenn es drum und dran kommt, haben sie keine Meinung, sitzen dort im Kreistag, sagen nichts, stimmen mit. Und genau diese Situation können wir nutzen im Herbst. Also ich sage voraus, wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen, in Oberbayern, und ich kann ja nur für Oberbayern sprechen, eine Verdoppelung der Prozente. Weil die Leute so unzufrieden sind. Es geht jetzt ins Frühjahr rein, es geht jetzt dahin, dass die Abrechnungen vom Winter kommen. Es geht dahin, dass sich die Leute beschweren, dass hier so viele Asylanten sind. Wenn ich in Reichenhall in den Aldi gehe, höre ich einen Deutschen mehr. Im schönen Kurort Bad Reichenhall, Stadtbad, wenn ich die Autos hier sehe von den Ukrainern, ich sitze in den Kreistagssitzungen, wo ich ja teilweise nur in die Ausschüsse Zuhörer bin, immer am Fenster. Ich habe noch nie so etwas Entspanntes gesehen, wie ein Ukrainer mit seiner Frau in aus dem Landratsamt rauskommt. Die Umhängetaschen sind immer für mich schon ein Erkennungszeichen. Die mag sein, dass da manche dabei sind, die gerne arbeiten, alles in Ordnung. Nur, ich muss diese Leute hier nicht integrieren. Und was jetzt dazu kommt, das wissen die meisten. Denn meine Schwester arbeitet an einer Schule. Die sagt mir, telefonieren da den ukrainischen Familien hinterher. Die sind einmal ein paar Wochen da, dann verschwindet sie. Weil die kriegen einen Landratsämter mit Schulbestätigungen ihre Unterstützung. Die gehen ins Landratsamt, sagen unsere Schüler und unsere Kinder sind hier gemeldet. Wir brauchen eine Wohnung. Schon fließt Geld. Schon fließt das Wissen in die Leute kommen. Schon fließt Geld. Die Schulen rufen den Leuten hinterher, irgendwann gehen sie es auf. Und so komme ich auch als Ukrainer. Hier Gelder abzocken, sage ich mal, die fehlen in den Haushalten. Und das ist was, ich meine, unsere Bundestagsabgeordneten wissen das von oben. Der Andi Wimmer, der Landtagsabgeordnete, weiß von München. Aber unten ist das Geld aus. Wir brauchen immer weiter dort. Es ist beendet. Die Kreise haben kein Geld mehr. Die reden halt nur von Förderungen. Wir kriegen bisher erstattet. Also im Landkreis und im Berchtesgadener Land ist die staatliche Unterstützung für die Brotzeiten vom Katastrophenwinter 2019, wie dieser Schnee war, wie Feuerwehren aus Niederbayern hier die Häuser abgeschaltet haben, für die Brotzeiten das versprochene Geld noch nicht da. Das muss man sich mal vorstellen. Da geht es aber nicht um Millionen. Das haben halt dann die Gemeinden und die Feuerwehren zum Leben in irgendeiner Klasse rausgekommen und haben das gezahlt. Und so ist es auch bei den Förderungen für die Asylanten. Also, ich sage keine Namen, ich sage auch nicht, wo ich im Kreistag sitze, weil das sind nicht öffentliche Sitzungen.
Bei vielen Sachen ist das Geld im letzten und im vorletzten Jahr noch da. Das sind dann so Nebensätze. Und das ist das größte Problem, meiner Meinung nach. Man muss jetzt im Wahljahr den Leuten klar machen, was zu machen. Ich zeige euch jetzt die Zahlen im Landkreis, im Ort. Es ist endlich Gelände. Es ist endlich Gelände bei diesen Dingen, weil wenn von oben nichts mehr kommt, bluten die Gemeinden aus. Und sobald diese Pflichtaufgaben nur noch erfüllt werden, die freiwilligen Aufgaben nicht, dann merken es die Bürger, dann stehen die auch, und das müssen wir jetzt so weit bringen, Frühjahr, Sommer, dass die Bürger das merken. Ja, ich will jetzt gar nicht lange weiterreden, jetzt kommt der nächste. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, bevor ich den nächsten Antrag möchte ich nochmal, Wolfgang, es wäre schön, wenn wir das Doppelte kriegen würden. Das aber wird schwer sein, weil auch die CSU leider wieder steigende Werte hat, weil der Söder sich wieder ganz toll verkauft und auf einmal wieder mit rechts schwenkt, aber links macht. Aber wäre schön, wenn wir es hinkriegen. Dann zu unserem Krankenhaus nochmal. Wir haben eine Krankenhaus-AG, die Südostbayern Krankenhaus-AG. Und es sind 6 Krankenhäuser und Kliniken zusammen. Und 2 Drittel der Aktienmehrheit hat der Kreis Traunstein, 1 Drittel ihr. Und es wird ein nagelneues Krankenhaus in Reichenhall gebaut. Nagelneu, es ist beschlossen. Das alte wird ist nur für die Einheimischen. Ja. Es sind 2 Grundstücke gekauft worden, die fast unbrauchbar sind. Gekauft, auf Vorrat. Und jetzt weiß man nicht einmal, wo man es hinbauen soll. Also, doch, an der Saalsache. Nein, Saal auch. Bei solchen Sachen, ich glaube, da wird auch mancher Bundestagsabgeordneter nur staunen, was da teilweise in 2% dann abläuft, dass man sagt, wir bauen jetzt 100 Millionen, wir wissen gar nicht, wie das stattfinden soll. Nur ein Beispiel, unsere Berufsschule neu, immer fertig, 55 Millionen Euro veranschlagt, wir haben noch nicht einmal eine Baugenehmigung, jetzt ist man schon bei 115 Millionen. Wenn es gebaut wird, wird es wahrscheinlich nahe zu 200 Millionen gehen und da Kreis sagen, das wird uns in der Reis. Das ist so geht es doch. Ja, aber es wird ja auf. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr eine OP gehabt, mitten im Lockdown oder Vormittag. Trotz unserer 6 Krankenhäuser konnte ich mich nicht in die operieren lassen, wegen dem Lockdown, weil ich kein blutender Patient war, aber eine nicht aufschiebbare Operation. Ich hatte einen Nierenkrebs, ja. Und dann musste ich mich in Salzburg operieren lassen. Als deutscher, steuerzahlender Mensch musste ich mich im Ausland operieren lassen, weil unsere hiesigen Krankenhäuser darin nicht in Lage waren. Als dann der Krankenhaus-AG-Chef, Dr. Tretscher, so heißt er, ein aalglatter Manager, also ich habe selten so einen Mensch, als er dann bei uns in die Krankenhaus in Reichenhall, Anbau in Traunstein, weiterer Zusatzbau in Trostberg und. Wir reden hier von 500 Millionen innerhalb von 5 Jahren. Da bin ich aufgestanden. Dann habe ich gesagt, alles wunderbar. Für Gesundheit, Bildung würde ich immer sagen, ja. Aber was nutzt das schönste Krankenhaus, wenn es gar nicht auf hat? Und da war er erstmal ganz platt. Und dann habe ich denen ein Konzept erzählt, was die in Salzburg hatten. Dieses Konzept wurde jetzt auch übernommen in Traunstein. Also manchmal wirkt die AfD doch. Gut, als nächster Redner möchte ich nochmal ganz herzlich begrüßen unseren Mühldorfer Direktkandidaten, Oliver Multusch. Lass mal von dir hören. Test. Bevor du anfängst, möchte ich nochmal dazu sagen, der Oliver ist ein mittelständischer Unternehmer, hat eine eigene Firma und ich bin gespannt, ob das in seinen Reden auch da rüberkommt, weil ihr als Unternehmer habt ja jetzt ein bisschen Leid zu tragen mit Energiekosten etc., Inflation und so weiter. Ja, vielen Dank, Andreas. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier eingeladen wurde und dass ich mich hier vorstellen darf im Kreis Traunstein. Wir sind ja im Mühldorf-Nachbarkreis. Ich bin dort für die AfD seit 2016, seit der Gründung des Kreis Mühldorf, durchgehend Kreisvorsitzender. Ich bin unter anderem auch mit der Andi, mit der Wolfgang im Kreisrat als
Kreisrat, also im Kreistag als Kreisrat, so muss man sagen. Und ich bin auch in der Stadt Mühldorf als Stadtrat für die AfD tätig. Darüber hinaus bin ich noch für den Bezirksvorstand Oberbayern als stellvertretender Vorsitzender tätig. Da arbeite ich unter anderem auch mit Peter Juncker zusammen. Und es geht da immer um sehr viele Sachen, die wir da zu erledigen haben, unter anderem auch, dass wir die ganzen Kreise in Oberbayern, ich sage mal, am Laufen halten, auch was so mal das Organisatorische anbelangt, wenn man wieder im einen oder anderen Kreis irgendwo vielleicht Nachwahlen anstehen oder vielleicht irgendwelche Vorstandsposten neu zu besetzen sind, dass wir das da also mit begleiten und mit organisieren. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Oliver Multusch, ich bin 55 Jahre. Ich bin seit 2000 in Mühldorf wohnhaft, war vorher etwas näher bei euch, im Raum Wasserburg in Gaas am Inn ansässig, aber habe natürlich dadurch auch, sagen wir mal, gerade zu den äußeren Ecken in Traunstein, Schneidsee und so weiter, die ganze Ecke, eigentlich einen sehr guten Bezug, habe da noch sehr viele Bekannte und sehr viele alte, ich sage mal, Kontakte, die ich ab und zu nutze. Das lasst mir auch immer so ein bisschen einen Eindruck entstehen, wie es letztendlich so über Mühldorf hinaus, also ein bisschen ausschaut. Und beruflich bin ich seit 1994 bereits selbstständig tätig mit einem Handwerksunternehmen. Du hast es auch gesprochen. Ich habe in dieser Zeit dieses Handwerksunternehmen ausgebaut, gegründet, ausgebaut, aufgebaut und perfektioniert. Und jetzt ist in zweiter Generation es soweit, dass meine zwei Söhne also mit eingestiegen sind seit letztem Jahr. Und ich deshalb auch die Möglichkeit habe, mich mehr jetzt politisch zu betätigen und somit auch dieses Landtagsmandat eben anstrebe und für die AfD versuche, das mit zu erreichen. Du hast was angesprochen, was sehr wichtig ist. Natürlich ist es mir als Unternehmer wichtig, dass wir auch die wirtschaftliche Seite letztendlich beleuchten. Ihr habt ja jetzt beide aus der Sicht der Kreisräte gesprochen praktisch und der Kommunalpolitiker. Das ist ein ganz wichtiges Thema, könnte ich jetzt auch noch tun. Wir haben im Endeffekt eigentlich die gleichen Probleme, die ihr geschildert habt in Mühldorf auch, eigentlich in einigen Bereichen sogar noch etwas extremer als ihr. Aber das möchte ich jetzt nicht beleuchten, weil das ist von euch schon gesagt worden. Sondern ich möchte jetzt einmal einen anderen Aspekt einbringen, der nämlich aus meiner Sicht einer der wichtigsten überhaupt ist in unserem Land. Denn mein Eindruck ist der, dass viele der politisch Tätigen, und zwar egal auf welchen Ebenen, dass wir uns da befinden, von der europäischen Ebene über die Bundesebene, Land bis in die Kommunalpolitiker, überhaupt noch nicht kapiert haben, in was für einer Situation wir uns befinden. Die sprechen alle noch immer von Verteilung, die sprechen alle noch von Investitionen, die sprechen alle noch von großen Geschenken, die sie machen können. Und niemand spricht eigentlich davon, wie das Ganze bezahlt werden soll und wie das Ganze erwirtschaftet werden soll. Denn eins ist doch ganz klar, wir haben immer mehr Leute, die in diesem Land letztendlich in der einen oder anderen Art und Weise erhalten werden müssen. Wir haben das Thema Migration und Flüchtlinge, was bereits auch gesprochen worden ist. Wir haben aber auf der anderen Seite ja das Thema einer stetig älter werdenden Bevölkerung, was natürlich dazu führt, auch dass hier wesentlich mehr investieren werden muss, in Form von Pflege, in Form von Rente und so weiter. Und es führt dazu, dass wir leider immer weniger Leute haben, die in diesem Land wertschöpfend tätig sind und diesen ganzen Laden erhalten müssen. Und das ist eines der zentralen Probleme, die wir haben. Und wir, die wir jetzt als Unternehmer tätig sind, die wir auch verantwortlich dafür sind, dass erstens Steuern und Abgaben erwirtschaftet werden, dass auch auf der anderen Seite aber Arbeitsplätze entstehen, denn das muss man mal ganz klar sagen, kein Politiker erschafft einen Arbeitsplatz, das machen nur die Unternehmen. Die Politiker können allenfalls die Bedingungen dafür schaffen, dass Arbeitsplätze entstehen, beziehungsweise dass vielleicht mehr entstehen oder dass dann, wenn sie falsch handeln, natürlich auch welche verschwinden. Und leider sind wir gerade momentan in dieser Phase, dass nämlich durch langjährige falsche politische Entscheidungen auf vielen Bereichen, in vielen Ebenen momentan Arbeitsplätze verloren gehen. Ich habe gestern, kann man ganz aktuell dazu nennen, ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass BASF, nicht Bayer, hängen ja ziemlich lang zusammen, in Ludwigshafen 600 Leute in Ludwigshafen abbaut und weltweit 2600. Das Brisante dabei ist,
Unternehmen wie Bayer, wenn 600 Leute mal verliert, hört sich das auf den ersten Blick nicht so viel an. Aber man muss genau hinschauen, wo sie es verlieren. Sie lassen nämlich, beziehungsweise sie nehmen nämlich eine der wichtigsten grundstoffchemischen Anlagen außer Betrieb, die wir haben, nämlich die Ammoniakproduktion. Und wer weiß, dass Ammoniak der wichtigste Grundstoff in der chemischen Industrie überhaupt ist, dann kann man sich vorstellen, welche Wertschöpfungsketten dann dahinter auch noch verloren gehen. Und dann reden wir wahrscheinlich im Ergebnis nicht von 600 Arbeitsplätzen, sondern reden wir wahrscheinlich mindestens von 6.000 Arbeitsplätzen, wenn nicht sogar noch mehr, die durch einen einzigen Schritt letztendlich in der Industrie auf einen Schlag verloren gehen. Und das ist dann Sachen, das müsste nicht sein, sondern das ist ganz klar durch politische Fehlentscheidungen hervorgerufen. Es geht nämlich dabei ganz klar um die nicht mehr vorhandene Wirtschaftlichkeit dieser Anlage aufgrund zu hoher Energiekosten. Und da reden wir einfach nicht von irgendwelchen Dingen, die vom Himmel fallen, sondern da reden wir halt einfach von Sanktionen gegen Russland, da reden wir letztendlich von CO2-Steuer, da reden wir letztendlich von Energieverknappung durch Stilllegung von irgendwelchen Kraftwerken und so weiter. Und wenn jetzt so Unternehmen wie BASF das schon letztendlich spürt und Anlagen irgendwo stilllegen muss, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, BASF hat mit Sicherheit komplett andere Möglichkeiten, Energie einzukaufen als der kleine Mittelstandsunternehmer. Dann frage ich mich, wie es dem Mittelstand dabei geht. Und dazu kann ich auch was sagen, ich bin selber ja Unternehmer und wir haben selber einen Handwerksbetrieb und wir sind halt sehr energieintensiv. Wir haben also einen Bedarf ungefähr von 130.000, 140.000 Kilowattstunden im Jahr. Und wir haben bis Ende letzten Jahres für die Kilowattstunde Arbeitspreis etwa 6 Cent bezahlt. Dann ging es Anfang letztes Jahr für den Vertrag vom letzten Jahr auf 20 Cent Arbeitspreis hoch. Und für den Vertrag, den ich in dem Jahr machen musste, bin ich jetzt bei 49 Cent Arbeitspreis. Also man muss sich mal vorstellen, das ist eine faktische dreieinhalbmal so viel als für vor einem Jahr. Das können wir nicht umlegen. Das ist auch unmöglich, das letztendlich in irgendeiner Art und Weise an den Kunden weiterzugeben. Das müssen wir halt in irgendeiner Art und Weise schlucken. Wir müssen schauen, wie wir das kompensieren. Durch effektiveres Wirtschaften, durch, ich sage mal, sparsame Sparmaßnahmen, die man irgendwie einleiten können. Nur all diese Dinge, muss man ganz klar sagen, sind zum großen Teil erschöpft, denn das hat man in den letzten Jahren schon gemacht, weil die Energiepreise ja von Haus aus schon auf hohem Niveau waren. Und da ist einfach nicht mehr viel drin. Das heißt also, wir werden letztendlich, und das ist die eigentliche Problematik dabei, wir werden Arbeit verlieren, wir werden Aufträge verlieren und wir werden Wertschöpfung verlieren. Und dieses Land, und ich kann es immer noch wieder sagen, weil es die meisten vielleicht vergessen haben, auch aufgrund der Tatsache, dass wir jahrelang letztendlich irgendwo doch auf einer sehr hohen Welle gesurft sind. Wir haben nun mal die Situation in Deutschland, wir haben sehr wenige Rohstoffe und wir haben, ja, ich sage mal, nichts, was wir verkaufen könnten, wenn wir es nicht letztendlich schaffen. Das Einzige, was wir haben, ist unser Kopf, mit dem wir Produkte entwickeln, produzieren, herstellen und auf dem Weltmarkt verkaufen. Und wenn wir das nicht mehr können, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, weil unsere Produkte zu teuer werden, weil die Bedingungen zu schlecht sind, dann werden wir auf dem Weltmarkt Anteile verlieren und wir werden ganz klar in diesem Land Wohlstand verlieren. Und diese Regierung und auch schon die Vorgängerregierung unter Merkel ist dabei, den Wohlstand in diesem Land zu vernichten. Das muss man ganz klar sagen, mit dieser Politik. Und es passiert auf allen Politikfeldern. Der Andreas hat es vorher auch gesprochen, es ist relativ egal, wo man hinschaut. Diese Regierung versagt auf allen Ebenen. Egal, ob man jetzt die Energiepolitik nimmt, die Wirtschaftspolitik nimmt, ob man das Thema innere Sicherheit nimmt, ob man letztendlich auch das Thema Außenpolitik jetzt in Bezug auf die Ukraine nimmt, egal, wo man hinschaut, überall nur Versagen und überall nur Wunschdenken und überall nur Ideologie, aber keine Fakten mehr. Und das ist die eigentliche Problematik in dieser ganzen Republik. Und um jetzt zurückzukommen auf meine Landtagskandidatur, ich möchte die Erfahrungen, die ich in diesen 30 Jahren Selbstständigkeit gesammelt habe, und das sind Erfahrungen in vielfältiger Hinsicht, das ist natürlich die betriebswirtschaftliche Seite, das ist natürlich auch letztendlich die fachliche Seite, die Führungsgeschichte, wie man mit Menschen umgeht, in Form von Ausbildung und so weiter,
aber auch letztendlich die gesamte, den gesamten Bereich der Verwaltung, der Bürokratie, die man da mitbekommt, beziehungsweise der Bürokratieauswüchse eigentlich, die man sagen muss, weil wir hören ja seit 20 Jahren nur das Thema Bürokratieabbau, nur passiert ist es nie. Im Gegenteil, es wurde immer und überall mehr Bürokratie im Endeffekt aufgebaut, unter denen auch die Unternehmen leiden. Wir haben natürlich genau dieses Thema, so, es gibt also dieses neue Gesetz mit dem Zungenbrecher-Namen, wie geht es jetzt gleich wieder? Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Wer sich das schon ausgedacht hat, das ist ja der absolute Irrsinn. Dann haben wir das Thema, dass auf einmal mittelständische Unternehmen, die relativ wenig Mitarbeiter haben, also praktisch ab 50 Mitarbeiter bereits Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen. Das können die aus eigener Kraft gar nicht schaffen, weil sie dafür die ganzen Grundlagen gar nicht haben. Das heißt, sie müssen sich von außen Expertise holen. Diese Expertise kostet Geld und das, was Geld kostet im Unternehmen, schmälert letztendlich die Chancen am Markt. Das ist ganz einfach, weil unsere ausländischen Konkurrenten müssen das nicht. Ja. Und all diese Dinge führen halt dazu, dass wir immer mehr Stück für Stück schlechtere Rahmenbedingungen bekommen. Und ich denke, ich kann durch das, dass ich das direkt an der Basis mitbekommen habe, dass ich das direkt an der Basis auch erlebt habe, dass ich es direkt auch, ich sage mal, in irgendeiner Art und Weise in meinem Unternehmen kompensieren musste, natürlich in die handwerkliche bzw. politische Arbeit im Parlament einbringen. Und ich denke, dass ich da durchaus das eine oder andere mitbringen kann. Und deshalb hoffe ich auf die Unterstützung von euch und natürlich auf die Unterstützung durch unsere Wähler. Und ich hoffe, dass wir am 8. Oktober hier ein sehr gutes Wahlergebnis einfahren. Und ich möchte damit schließen, dass ich die Hoffnung teile, die der Wolfgang Koch letztendlich hier in den Raum geschmissen hat, dass wir unsere Ergebnisse verdoppeln können. Ich glaube, wenn wir geschlossen auftreten, wenn wir uns richtig reinklingen in den Wahlkampf, dann kommen wir gute Chancen, dass wir davon zumindest einen großen Teil warm machen können. Vielen Dank. Ja, danke schön, Oliver, das war sehr interessant. Und jetzt begrüße ich als nächsten Kandidaten den Andreas Winnert. Und der Andreas Winnert, der ist ja nicht nur parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, sondern du warst auch mit dem Gesundheitsausschuss ziemlich aktiv und ich habe dich oft angerufen, wenn es um Corona geht, weil viele Leute mich immer wieder angerufen haben. Ich bin ja in der AfD-Landesgeschäftsstelle tätig und alle Anrufe landen erstmal bei mir. Und dann rufen wirklich viele Leute an, die heulend am Telefon waren und hatten viele Fragen. Und ich konnte mich mit Andi immer gut austauschen. Und auf EU-Ebene mit der Silvia Lehmer als Biologin kannte sie sich auch ganz gut mit dem Virus aus. Und wir haben uns da ziemlich gut verständigt. Also Andreas, dann freue ich mich mal auf ein paar Berichte vom Landtag. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekommen sind und dass ich ein bisschen was aus dem Landtag berichten darf, dass viele gekommen sind, dass wir hier den Wahlkampfauftakt des Kreisverbandes Traunstein starten. Und ich glaube, wir alle in Oberbayern, wir müssen zusammenhelfen, wir müssen einig sein, dass wir hier ein gutes Ergebnis zusammenbekommen, weil dass wir wieder die rote Laterne sind, das wollen wir nicht mehr sein, wir wollen die blaue Laterne sein und nicht hinten am Zug, sondern ganz vorne, bitte. Ja, was haben wir jetzt schon alles gehört? In Kommunen geht's nicht gut, liebe Freunde. Und ich weiß es selber, ich bin auch Stadtrat und Kreisrat in Rosenheim, Stadtrat in meiner Heimatgemeinde Bad Aibling. Und da ist es so, dass es auch da brennt. Es brennt Land auf Land ab, meine Damen und Herren. Und deswegen war es eine der ersten Sachen, die ich als parlamentarischer Geschäftsführer unserer Fraktion im Bayerischen Landtag eingeführt habe, ist nämlich, dass wir die Vernetzung verbessern, dass wir die Vernetzung unserer kommunalen Mandatsträger, die ehrenamtlich da unterwegs sind, zum Landtag und vom Landtag zum kommunalen Mandatsträger verbessern und es zahlt sich immer wieder aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im Moment verhandeln wir den Bayerischen Haushalt für 2023, der wird Ende März verabschiedet.
Und natürlich wollen wir den Input wie immer haben, was unsere kommunalen Mandatsträger da haben, dass wenn zum Beispiel ein Klinikum gebaut werden soll, dass wir auch schauen, dass dieses Projekt natürlich nicht gestrichen wird und eingespart wird, sondern dass hier, wo unsere kommunalen Mandatsträger sich dafür einsetzen, dann auch entsprechende Mittel bereitstehen. Und das will ich ganz gerne auch in Zukunft weitermachen, weil es trägt Früchte, liebe Freunde, es trägt definitiv Früchte, dass wir uns hier besser vernetzen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, persönlich zusammenzukommen, wenn es ums Fahren geht, so wie heute. Es ist Schneegestöber, der Klimawandel lässt leider auf sich warten, sage ich immer. Und ich bin jetzt gerade von Rosenheim auf der Autobahn hergefahren. Ich diesel immer noch vor mich hin. Ich bin noch nicht elektrisch unterwegs. Und liebe Freunde, es wäre deutlich schneller gegangen. Ja? Bloß es waren viele Kennzeichen unterwegs, die nicht unbedingt auf unseren Autobahnen sein müssen. Und da meine ich jetzt nicht die Holländer, liebe Freunde, sondern ich meine unsere ukrainischen Freunde, die hier herflüchten mit den SUVs, die sie fahren, mit den großen Autos, die sie fahren, die sich der Deutsche nicht leisten kann, liebe Freunde. Und ich sage euch ganz klar, wenn ich wieder im Bayerischen Landtag sitze, dann will ich das nicht mehr sehen. Ich möchte, dass wer Hilfe braucht, vorher sein SUV verkauft und dann Bürgergeld beantragt und nicht andersrum, liebe Freunde. Es ist unsolidarisch, es ist widerspricht unserem Solidaritätsgedanken. Jahrelang haben wir unseren Hartz-IV-Empfängern erstmal alles weggenommen an Alterssicherung, an Eigentum, alles haben wir ihnen weggenommen. Und jetzt kommen die mit dem SUV vorgefahren. Lieber Wolfgang, ich kenne diese Situation. Ich schaue jetzt während der Kreistagssitzung nicht so oft aus dem Fenster, weil es gar nicht geht bei uns baulich sozusagen. Aber ich kenne die Situation auch immer, wenn ich im Landratsamt zugange bin und im Eingangsbereich um 8 Uhr morgens einmal durchgehe, weil ich einen Botengang zu tun habe, dann sitzen die da schon alle in rauen Mengen, liebe Freunde. Und ja, die Kommunen sind überlastet. Die Landräte sagen, lieber Markus Söder, hilf uns. Aber der Markus Söder kann euch nicht helfen, liebe Bürgermeister, liebe Landräte. Der Einzige, der euch helfen kann, die Einzigen, die euch helfen können, sind die von der AfD, die ihr verteufelt. Und von dem her, wir sind der Partner der Kommunen, der Landräte, der CSU. Wir sind der Partner der Landräte, der Freien Wähler, wenn sie dieses Problem lösen wollen. Und ich frage mich, wollen sie es wirklich lösen? Denn normalerweise würde ich den Bus aus der Erstaufnahmestation packen und in den Franz-Josef-Strauß-Ring einschicken. Das ist nämlich bei der Staatskanzlei, da ist genügend Platz für die erst einmal. Das Theater, was wir hier erleben, ist unglaublich. Wir haben eine Zweiteilung, eine Spaltung der Gesellschaft, und nicht bei uns, sondern bei den Flüchtlingen. Es gibt die guten Flüchtlinge, die kommen aus der Ukraine. Die dürfen nämlich direkt in unser Sozialsystem einreisen und da fragt man auch nicht nach. Und dann gibt es die anderen Flüchtlinge, die dürfen erst einmal eine Zeit lang hier sein und dann dürfen sie noch länger hier sein und dann dürfen sie eigentlich immer hier sein und dann werden sie irgendwann eingebürgert. Und das Spiel, liebe Freunde, geht nicht. Es muss gleiches Recht für alle herrschen und auch dafür werden wir uns stark machen, denn das, was im Moment läuft, ist eine Verblendung. Man sagt, die Asylzahlen sind ja gar nicht so hoch. Dabei kommen 1,5 Millionen Ukrainer zu uns. Da werden Zahlen geschönt, ganz offensichtlich durch diesen neuen Rechtsweg, den man da eröffnet hat. Und das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel für unsere Kommunen, nicht akzeptabel für unsere Bürger und schon gar nicht akzeptabel für den Freistaat Bayern. Und natürlich ist unsere Polizei da hilflos. EU-Außengrenzen gehören auch an der EU-Außengrenze geschützt. Und wenn ich mir das anschaue, wie wir hier seit Jahren leiden, bei euch in Berchtesgaden, bei uns in Rosenheim, genauso mit diesen Grenzkontrollen, die den heimischen Handwerker nerven, im wahrsten Sinne des Wortes, die ihn behindern, die ihn Zeit rauben, wenn er von der einen Seite der Grenze mal einen Auftrag auf der anderen Seite hat. Wir sind hier längst zusammengewachsen gewesen. Ja? Und wir haben aber nicht mehr die Chance, dass wir einfach mal nach Salzburg fahren, einfach mal von Rosenheim nach Kufstein fahren, weil eben diese Grenzkontrollen heimische Wirtschaftsbetriebe auch
behindern und die Politik erkennt das nicht. Anstatt dass man endlich sich auf die Hinterbeine stellt und unsere Grenzen dicht macht, liebe Freunde, wie wir es schon ewig fordern, wie es die AfD schon immer gesagt hat, macht man dieses Spiel weiter und weiter mit dem Effekt, dass man nichts erreicht und dass bei uns reinkommt, wer gerade will und wer gerade Hilfe sucht. Und das darf nicht mehr passieren, liebe Freunde, denn es ist eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme, die wir uns längst nicht mehr leisten können. Gleichzeitig ist unsere bayerische Polizei massiv überlastet. Klar, die müssen jetzt die Bundespolizei streckenweise an der Grenze verstärken. Es gibt ja seit 2018 die bayerische Landesgrenzpolizei. Die hat zwar kaum Befugnisse, aber da hat man dann doch mehrere hundert Personen dafür abgestellt. Und dann haben wir bei jeder Demonstration, wenn 5, 6 Corona-Gegner auf die Straße gehen, müssen da Hundertschaften von Polizei drumherum stehen, weil man ja nicht weiß, was das für böse, böse Menschen sind. Und bei der bayerischen Polizei haben sich Überstunden aufgebaut, ohne Ende, ohne dass diese Polizisten da draußen, die heute auch wieder auf uns aufpassen haben müssen, weil Verfassungsfeinde wie der VNN, BDA oder andere linksradikale Organisationen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, hier wieder meinen, sie müssen in Bergen, in der Großstadt Bergen, mitten in Oberbayern, mitten im Chiemgau, müssen hier den Aufstand proben. Und du weißt ja nie, was die vorhaben, ob die dir den Autoreifen aufschlitzen, ob sie handgreiflich werden, weil die sind so dermaßen ideologisiert, dass man feierlich ist und die Polizei muss da wieder anrücken. Mal ganz offen, ehrlich, wegen uns hätten die nicht kommen müssen. Und da wird unser Rechtsstaat natürlich auch auf andere Weise herausgefordert. Ja? Ich weiß nicht, warum man hier von der linken Seite heute kein eindeutiges Zeichen gesetzt hat bei der Gelegenheit und sich einfach mal auf der Straße festgeklebt hat. Ja? Allein mit dieser Umgang mit diesen Klimaklebern. Ich habe vor ein paar Wochen auf meinem Twitter-Kanal ein Video gehabt, das ist glaube ich 400.000 Mal angeschaut worden, wo ein bayerischer Polizist von der Autobahnpolizei so ein Klimakleber noch bevor der Patex wirklich kleben konnte, eiskalt runtergezerrt hat von der Autobahn und dann hört man auch, wie es Richtung Leitplanke geht, so ein leichtes Klingen. Ja. Also immer wenn ich schlecht gelaunt bin, schauen wir das Video wieder an. Aber was allein das wieder Ressourcen kostet, allein was dieses Theater soll, die kleben sich da fest, dann werden die stundenlang von der Polizei mit Olivenöl oder mit Sonnenblumenöl, das war ja vor einem halben Jahr noch sehr kostbar, ja, darf man vergessen, werde dann wieder runtergelöst und all das bindet natürlich Ressourcen. Ja? Währenddessen am Hauptbahnhof der Drogenclan weiter gut seine Drogen oder seine Sachen erledigen kann, ja? Da haben sie nämlich dann keine Ressourcen mehr dafür. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man die Polizei für diesen Käse immer wieder benutzt oder benutzen muss leider. Wir bräuchten die an ganz anderer Stelle. Wir haben vor 14 Tagen, jetzt sind es 3 Wochen schon, in Rosenheim eine Anti-AfD-Demo gehabt gegen unser Büro. Hier haben wir zusammen mit Franz Bergmüller größeres Wahlkreisbüro und jedes Jahr haben wir Ende Januar dort eine Demonstration. Bloß diesmal ist es eskaliert, wie es beim letzten Mal schon eskaliert ist. Die sind bei uns vorbeigezogen, da haben sie ihre Pflichtansprache gemacht, dann sind sie weitergezogen. Und wo ist es eskaliert? Vor der Polizeistation in Rosenheim. Mit Angriffen auf die Polizisten mittels Feuerlöscher, mit Angriffen auf die Polizei, mit Farbbeuteln, Handgreiflichkeiten, Pyrotechnik und so weiter. Liebe Freunde, denen hat man viel zu lange freigelassen, denen hat man viel zu lange Narrenfreiheit gegeben und da muss jetzt endlich aufgeräumt werden, weil sonst räumen die uns weg und das sehe ich nicht ein. Und wir lassen uns es auch nicht mehr gefallen, dass dieses linke Geschwerl unsere Wirte terrorisiert, unsere Merchandising-Agenturen oder wer auch immer mit uns zusammenarbeitet. Die haben, ehrlich gesagt, hier maßlos übertrieben. Und hier ist es wirklich jetzt an höchster Zeit, dass der Rechtsstaat mal zurückschlägt. Wir haben
konsequent jetzt Anzeigen gemacht. Wir haben mittlerweile, mein Büro und ich, wir haben über 80 Anzeigen laufen, von Beleidigungen über Sachbeschädigungen. Unser Büro wurde mittlerweile 4-mal mit Farbbeutel verziert. All das haben wir zur Anzeige gebracht, denn es muss in der Statistik klipp und klar herausgehen, dass die Gefahr in Deutschland nicht von rechts kommt, sondern eindeutig von links mittlerweile. Gefahren von links haben wir auch in anderen Bereichen. Das ist vorhin schon angesprochen worden, die Thematik mit den Krankenhäusern. Und was der Karl Lauterbach hier vorhat, ist desaströs. Das ist die Abrissbirne Deutschlands, die über uns schwingt. Wir haben tatsächlich die Situation, dass viele Krankenhäuser geschlossen werden. Und lieber Wolfgang Koch, es ist noch viel, viel schlimmer als von dir gezeichnet. Da gibt es noch nicht mal mehr eine Notfallstation. Berchtesgaden werde im Moment schon mal vorbereitet. Als Negativbeispiel sozusagen, dass es da eben nicht mehr eine Notfallstation geben soll. Und das sind diese Versorgungsstufe 1, N-Krankenhäuser bzw. I-Krankenhäuser, die in Zukunft noch entstehen sollen. Und mir drängt sich da ein Verdacht auf, liebe Freunde. Denn die Idee ist nicht neu. Die Idee gibt es seit 2019. Und da kam raus die Bertelsmann-Studie. Und diese Bertelsmann-Studie sagt, dass es in Deutschland bloß noch 300 Großkliniken geben soll. 300 Krankenhäuser für Deutschland. Und alles andere weg. So, dann kam jetzt da irgendwann dieser Virus dazwischen. Also ihr habt es mitbekommen, da war so eine Pandemie. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ja. Und da hat man es jetzt geschafft, dass diese Krankenhäuser sturmreif geschossen wurden. Schichtangreifend. Und zwar so, dass sie finanziell ausgeblutet sind, dass man personell ausgeblutet ist. Man hat diese Kliniken dahingehend ruiniert und jetzt kommen noch die erhöhten Energiekosten dazu. Wir haben in Rosenheim bei den Rummel-Kliniken ein Defizit 2022 von 4 Millionen Euro. Das ist noch wenig. 2023 werden es nämlich 17 Millionen Euro sein. 17 Millionen Euro Defizit. Damit stehen wir nämlich in Rosenheim relativ gut da, das erzählen wir deswegen gerne. Ja, es gibt noch ganz, ganz andere Beispiele in Bayern, wo es noch viel, viel schlimmer ausschaut. Und wer soll das alles zahlen? Der Freistaat zahlt es nämlich nicht, denn die Sachaufwandsträger sind nämlich die Kommunen. Und wir haben uns hier im Bayerischen Landtag dafür stark gemacht, dass eben nicht die Kommunen diese Zeche zahlen, sondern wir haben einen Antrag gestellt, dass eben hier ein Defizitausgleich stattfinden muss, dass mindestens 50% des Defizits eines Klinikums in der Versorgungsstufe 1, 2 oder 3, also von den öffentlichen Kliniken, auch durch den Freistaat ausgeglichen wird, liebe Freunde, damit unsere Kliniken am Land erhalten bleiben. Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Und wir haben die Gefahr immer noch nicht gebannt, dass unsere Kliniken ausgeblutet werden. Und was dahinter steckt, ist ein Plan, nämlich über die Finanzierung des Bundes, nämlich des Betriebes eines Krankenhauses, die bayerische Planungshoheit über den Krankenhausplan, der jedes Jahr von der bayerischen Staatsregierung vorgelegt wird und entsprechend von der bayerischen Politik gestaltet wird, dass dieser Krankenhausplan, diese Krankenhausplanung, wo das Land Bayern, wo der Freistaat Bayern die Hoheit drüber hat, dass das mit Geld ausgehebelt wird. Man kann schon noch das Krankenhaus betreiben und offen lassen, aber es gibt kein Geld mehr dafür. Und damit wird von Herrn Lauterbach unsere föderale Struktur mittels der Geldkasse einfach ausgehöhlt, meine Damen und Herren. Und das ist Zentralismus, das ist Kommunismus, liebe Freunde. Und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Wir werden darauf achten, dass unsere bayerischen Krankenhäuser auch bayerisch gestaltet werden und dass wir unsere Planungshoheit behalten. Und dann haben wir noch ein paar andere Themen. Ihr wisst, ein ganz großes Thema in der Koalition ist, dass man in Zukunft legal kiffen darf. Ja, ja, das ist wichtig. Ja. Das sind die Prioritätensetzungen. Hast du es noch mitbekommen? Du darfst wahrscheinlich demnächst legal kiffen. Also Cannabis konsumieren. Ja. Das ist
um die Politik auszuhalten und dass Herr Lauterbach vielleicht noch kreativer wird in seinen Überlegungen. Wir lehnen das natürlich ab. Wir machen stark für den medizinischen Einsatz, aber keine, also der Staat darf nicht zum Dealer werden, das ist vollkommen klar. Aber man sieht diese Prioritätensetzung, ja, um was bei denen wirklich geht. Viel, viel wichtiger wäre jetzt mal, sich dafür einzusetzen, dass denjenigen, denen man die letzten Jahre das Leben schwer gemacht hat, oder die jetzt ein neues Leiden haben, diesen Long-Covid-Patienten, aber nicht zu vergessen, vor allem den Patienten, die ein Post-Vax-Syndrom haben, nämlich ein Syndrom nach der Impfung, nach der quasi Zwangsimpfung, die viele über sich ergehen lassen mussten, um sich überhaupt operieren lassen zu können oder irgendwas machen zu können oder ihrem Beruf nachgehen zu können, dass die ordentliche Unterstützung bekommen. Das ist nämlich jetzt das größere Problem, das wir allmählich haben. Es werden laufend mehr, die Impfschäden werden mehr, es werden die Leute mehr, die jetzt an ganz unterschiedlichen Symptomen leiden, von der Herzkranzentzündung über was auch immer. Und liebe Freunde, wer sich hingestellt hat und sagt, ihr müsst euch jetzt alle impfen lassen, der soll bitte auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass er das, was er angestellt hat, auch jetzt wieder gerade gezogen wird. Und wir kämpfen dafür. Wir haben nochmal ordentlich Geld in den Haushalt einplanen lassen und bin ja gespannt, wie dann CSU und Freie Wähler darauf reagieren. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen, dass diesen Leuten geholfen wird, liebe Freunde. Wir brauchen insgesamt viel mehr Kompetenz in der Sozialpolitik. Liebe Freunde, wenn man sich das anschaut, was die Umfragen sagen, wir haben da ein großes Potenzial, wirklich zu wachsen. Ich möchte jetzt nicht in einen Wettbewerb eintreten, wer noch mehr Prozente verspricht, aber mit 25% könnten wir einen Untersuchungsausschuss jederzeit installieren. Und dann würden wir uns das nochmal anschauen, was der Herr Holitschek und was der Herr Söder da so verbrochen haben in Sachen Corona. Liebe Freunde, das ist nämlich nur mit der Maske ist es nicht getan. Da ist noch viel, viel mehr gelaufen, was sogar bayerische und bundesdeutsche Gerichte mittlerweile kippen. Und ich will einfach nur kämpfen dafür, dass diese Untersuchungsausschüsse auch entstehen können. Und zwar ohne SPD und ohne Grüne, die da mitgemacht haben, sondern rein aus Kraft der AfD. Dafür brauchen wir 25%, damit beim Herrn Söder die Handschellen klicken. Und das will ich, liebe Freunde. Und er hat viel Dreck am Stecken. Er hat viel Dreck am Stecken. Reden wir mal von Corona weg. Wir haben 4 Untersuchungsausschüsse mittlerweile im Bayerischen Landtag. Maske ist, glaube ich, alles dazu gesagt. Thema NSU, das ist so ein Spezialthema von den Grünen. Aber wir haben die Stammstrecke in München. Sollte er 2028 fertig sein. Derzeitiges Projekt Ende 2037. Mit einer geringen Kostensteigerung von ein paar Milliarden. Euer Steuergeld, liebe Freunde, es ist euer Steuergeld und da kämpfen wir ganz klar dafür, dass euer Steuergeld auch gut angelegt ist und nicht im Münchner Kies versickert. Dann haben wir das Thema Bayernheim. Das ist vorhin schon angesprochen worden, wir brauchen Wohnraum. Ja, wir brauchen dringend Wohnraum, ganz, ganz dringend. Und der Freistaat Bayern hat versprochen, über die Bayernheim bis 2025 unendlich viele Wohnungen zu bauen und Häuser zu bauen und alles. Gebaut ist quasi nichts. Gelogen, es wurde versprochen, es wurde gelogen ohne Ende. Es kommt überhaupt nichts bisher in die Gänge. Man hat schon die Ministerin ausgetauscht und mit dem neuen Minister geht es auch nicht besser voran. Und dann haben wir noch das Thema Philharmonie. Das ist wichtig in diesen Zeiten, wo es den Leuten schlecht geht, dass man vielleicht noch eine Philharmonie in München plant für 1 Milliarde, weil jetzt hat ja Hamburg eine Philharmonie, jetzt braucht München auch eine. Und wir haben das Thema Deutsches Museum, der 4. Untersuchungsausschuss, wo man von Seiten der Staatsregierung einen Mietvertrag zu horrenden Konditionen nicht für den Vermieter logischerweise, sondern für den Freistaat Bayern geschlossen hat und freundlicherweise hat sich dieser Vermieter dann erkenntlich gezeigt und hat an die CSU von Herrn Söder einen größeren Betrag gespendet, meine Damen und Herren. Und wenn das nicht Korruption ist, was ist es dann? Ja. Sondern hat er noch mehr auf dem Kerbholz, der Herr Söder. Gehen wir mal in den Bereich Landwirtschaft. Ich bin in den Landwirtschaftsausschuss für meine Fraktion gewählt worden und
habt es dann mitbekommen, was alles passiert ist mit diesem Bienenvolksbegehren. Ihr kennt diese Lachnummer noch, ja, als man versucht hat, von CSU-Seiten grüne Politik zu machen, als man willenlos dieses Volksbegehren übernommen hat, verschärft hat und den bayerischen Bauern damit den Todesstoß versetzt hat. Denn sie können eben nicht mehr frei über ihr Eigentum verfügen. Sie können nicht mehr sagen, wann sie ihre Wiese walzen wollen oder ob sie Ökolandbau betreiben wollen oder was auch immer. Nein, all das hat man ihnen genommen. Und jetzt kommt der nächste Scherz vom Herrn Söder. Man will jetzt Moore reaktivieren, also brauchbare, wichtige Kulturlandschaft für die Ernährung unseres Landes und unserer Bevölkerung will man jetzt wieder vernässen, damit der CO2-Gehalt in Bayern nicht so hoch ist, liebe Freunde. Und das ist keine Wirtschaftspolitik, liebe, das ist eine Unwirtschaftspolitik. Das ist desaströs, was in diesem Land passiert. Und wir werden uns mit aller Kraft dagegen stemmen. Das verspreche ich euch. Und dann können wir gleich weitermachen. Jahrelang hat man, ich bin im Beirat der Bayerischen Staatsforsten, hat man dafür gesorgt, dass in den Bayerischen Staatsforsten Umweltmaßnahmen gemacht werden, dass die Fledermaus wieder fliegt, dass Artenvielfalt herrscht. Harald Sümpfle vom Kreisverband in Ebersberg ist da ganz vorne immer dabei. Wir haben ja da diese 5 Großraum-Windräder hinbekommen. Es sollen auch weitere folgen im Hofoldinger Forst, im Harlachinger Forst und im Perlacher Forst und überall, also quasi einmal so München rum, sollen große Windkraftanlagen entstehen, liebe Freunde. Und natürlich auch in unserer Region, nördlich vom Chiemsee, geht es wunderbar. Und wir haben gesagt gehabt, im Bayerischen Landtag, wir haben einen Antrag gestellt, wir wollen eben Windkraftverbotszonen, liebe Freunde. Diese Windkraftverbotszonen sind absolut notwendig, denn wenn unsere bayerische Kulturlandschaft gerade hier südlich des Chiemsees, wo wir viel Tourismus haben, wo die Leute von nah und fern zu uns kommen, um diese herrliche Landschaft zu genießen, da brauchen wir keine Verspargelung durch Windkraftanlagen, liebe Freunde, wo auch bewiesen ist durch das Bayerische Umweltministerium in diesem Windatlas, den kann man übrigens öffentlich einsehen, dass es hier überhaupt keinen Sinn macht, Windkraftanlagen aufzubauen. Trotzdem will man weiter planen in diese Richtung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und von dem her, mit uns wird Bayern nicht verspargelt. Nehmt es einfach als Botschaft so mit nach Hause. Man kann so lang diskutieren über die ganzen anderen Sachen, dass wir hier belogen worden sind vom Herrn Söder, der 2013 gesagt hat, nein, Bayern wird natürlich aus der Kernkraft aussteigen, der jetzt plötzlich wieder Kernkraft-Fan geworden ist. Eine 180-Grad-Wende, ja, im Gegensatz zu Frau Baerbock, die mit der 360. Ja. Aber heute so, morgen so, je nachdem, wo gerade der Wind hergeht. Und das ist die Politik der CSU, liebe Freunde. Und das hat Bayern nicht verdient. Was Bayern braucht, ist Kontinuität, Planbarkeit, Zukunftssicherheit. Und die gibt es nur mit der AfD, liebe Freunde. Und dann sage ich als letztes noch ein kleiner Punkt. Wir haben über innere Sicherheit gesprochen. Liebe Freunde, eines darf in diesem Bayernland niemals passieren, dass eine Katharina Schulze von den Grünen hier Innenministerin wird. Das müssen wir verhindern und dafür braucht es eine ganz, ganz starke AfD am 8. Oktober. Denn was die vorhaben und dass den Grünen das Wasser bis zum Kopf steigt allmählich oder bis zur Oberkante Unterlippe, das ist mittlerweile bekannt. Wer die Zeitung diese Woche gelesen hat, weiß, es kommt nächste Woche in den Bayerischen Landtag ein Gesetzentwurf, man will die bayerische Verfassung ändern und man will das bayerische Wahlrecht ändern, so kurz vor der Wahl. Man will Parität einführen. Und diese Parität sagt, im Bayerischen Landtag dürfen nur so viele Männer sitzen, wie auch Frauen da sind. Ja? Und was das heißt, ist relativ einfach. Man will auch das Alter des Ministerpräsidenten ändern. Also um Ministerpräsident zu werden, muss man 40 Jahre sein, laut bayerischer Verfassung. Katharina Schulze ist erst 37. Ja, die ist noch zu klein, lieber Norbert, sorry. Ja, aber ja. Ja, die ist auch schon verheiratet, keine Sorge. Also da hat sich schon Gott sei Dank jemand anders erbarmt. Aber da in die Richtung wollen wir gar nicht gehen. Nein, sie will natürlich Ministerpräsidentin werden und man soll jetzt noch schnell die Verfassung für Madame ändern. Und das werden wir sicherlich nicht machen. Außerdem gibt es viel kompetentere Leute dafür. Ich werde übrigens am 25. Mai 40, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe.
Noch nicht? Oh Gott, jetzt wisst ihr es. Also von dem her, Katharina Schulze wird es nicht durchgehen und wir werden auch diese paritätische Besetzung des Bayerischen Landtages verhindern, weil das nichts anderes ist, liebe Freunde, als eine Entmündigung des Bürgers. Ja, Sie haben derzeit die Möglichkeit, mit Ihrer ersten Zweitstimme den Kandidaten Ihr Vertrauen zu schenken, wo Sie sagen, der ist vernünftig, der macht eine gute Politik für Bayern, der macht eine gute Politik für mich, den wähle ich, den gebe ich meine Stimme. Ja, und zwar persönlich. Sie können aber in der Zweitstimme kein Listenkreuz machen, Sie müssen sich beim Direktkandidaten für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entscheiden. Und dann ist es ganz einfach. Die, wo das größte Vertrauen bekommen, landen am Schluss im Bayerischen Landtag. Ganz einfach. Und da geht es nicht nach Quote oder nach Transgeschlechtlichkeit oder was auch immer. Es geht auch nicht nach Beruf. Weil das, was dahinter steckt, ist nämlich die alte kommunistische Weisheit eines Rates, ja, wo dann einer von der Richtung drin sein muss und dann muss einer von der Richtung drin sein und von dem Beruf und überhaupt, ja, dann muss man, keine Ahnung. Ja, jede gesellschaftliche Gruppe muss irgendwie an diesem Tisch sitzen und das ist die gute alte Räterepublik. Ja, nichts anderes. Und wir wollen das nicht. Wir wollen auch weiterhin, dass der Wählerwille zählt und deswegen lehnen wir diese paritätischen Ideologiespiele klar ab. Und werden hier Katharina Schulze die Tour auf jeden Fall mit ihrer grünen Truppe ordentlich versalzen, liebe Freunde. Dafür kämpfen wir, glaube ich. Und es ist wichtig, dass wir hier was machen, weil wenn Herr Söder gegen alle Unkenrufe jetzt im Moment dann doch gezwungen ist, unter Umständen mit den Grünen zu koalieren, weil der Herr Aiwanger sich endgültig überflüssig macht oder die SPD überhaupt nicht mehr reinkommt, die sind schon bei 6%, die haben gute Chancen, es dem Herrn Hagen von der FDP gleich zu tun, nächstes Mal nicht beim Bayerischen Landtag zu sein, dann bleibt nicht mehr viel übrig für die CSU als Koalitionspartner, entweder grün oder blau. Und ich sage euch ganz klar, grün darf keine Option sein. Aber es ist auch vollkommen wichtig, dass wir stark genug sein müssen, wie es die FPÖ gemacht hat, dass wir Herrn Söder den Koalitionsvertrag diktieren und nicht andersrum. Gell? Weil wir wurden von der CSU oft genug an den Tisch gezogen. Wir haben keinen Vizepräsidenten bekommen. Wir sitzen nicht am Tisch beim parlamentarischen Kontrollgremium und so weiter und so weiter. All das werden wir ihm nicht verzeihen und das werden wir uns auch merken fürs nächste Mal. Die Prozesse laufen noch. Wir haben geklagt. Wir wehren uns nach allen Maßnahmen oder mit allen Maßnahmen, die irgendwie möglich sind, liebe Freunde. Und da ist es wichtig, wie gesagt, je mehr Gewicht wir am 8. Oktober im Bayerischen Landtag haben, je mehr der Bürger uns vertraut, desto weniger werden andere die Chance haben, sich dort einzubringen. Und je stärker wir sind, desto mehr können wir darauf drängen, dass es Untersuchungsausschüsse gibt. Desto mehr haben wir auch Redezeit beispielsweise. Ja, unsere Redezeit ist im Moment fast gleich mit der von der FDP. Und das will ich nicht mehr. Wir brauchen das Gewicht, das uns auch gesellschaftlich zusteht und von dem her, dass auch Bayern verdient hat. Und wir werden hier nicht leise werden, aber wir müssen kraftvoll und mannstark da drin vertreten sein. Und deswegen bitte ich euch um euer Vertrauen auch am nächsten Wochenende und dass wir hier eine gute Mannschaft in den Bayerischen Landtag schicken. Vielen herzlichen Dank und alles Gute für euren Wahlkampf. Ja, danke Andi, war sehr interessant und super Vortrag. Und jetzt kommen wir zum nächsten Redner. Peter Felser, Bundestagsabgeordneter. Aber was viele vielleicht nicht wissen, Peter war auch Offizier. Und ich glaube, er hat uns einige Erkenntnisse zu berichten über die Ukraine, über unsere Verteidigungsfähigkeit etc. Wir haben auch bei uns, weil wir gerade von der Bundeswehr reden. Wir haben hier eine leere Kaserne. Das ist eine sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung in unserem Kreis. Die ist aber nicht mehr für Erstaufnahme, die ist nur noch ein Dauerzustand, weil wir einfach mit den
dauernden Nachschub nicht mehr hinterherkommen. Und unser Landrat Walch, der will ja auch unbedingt verhindern, dass Turnhallen besetzt werden mit allen Möglichkeiten, die er hat, Containerdörfer errichten und was weiß ich. 75 Objekte sind alleine hier im Kreis angemietet worden und so weiter. Und viele Leute kriegen das gar nicht mit, weil die alle dezentral verteilt werden. Aber am Ende landen die dann doch immer in den größeren Städten. Und dann kriegt man das mit, wenn man mal abends da ausgehen sollte. Okay, Peter, dann bitte. Ja, servus miteinander. Grüß Gott zusammen. Ich freue mich wirklich sakrisch, Andreas, dass ihr mich hier her eingeladen habt. Ich komme immer gerne nach Traunstein. Ich war öfters in Teisendorf, Siegsdorf, aber an der Universität der Bundeswehr. Da muss man dann auch raus aus München. Da bin ich dann natürlich auf dem Watzmann und zum Königssee und habe ja sämtliche Berge abgeklappert, um sich fit zu halten. Also vielen Dank für die Einladung und großen Respekt, so früh den Wahlkampf zu beginnen. Ich glaube, ihr seid einer der Ersten hier in Bayern, die jetzt beginnen, weil es geht um etwas. Wir haben es ja gerade schon gehört von den anderen Vorrednern. Es geht um ganz, ganz viel. Es geht um wirkliche alternative Politik und zwar auch im Landtag von Bayern. Ich könnte jetzt gern anknüpfen an die tollen Vorträge von Wolfgang oder Oliver oder von dir, Andreas, weil ich auch im Kreistag im Oberallgäu sitze und da haben wir ähnliche Probleme und es ist einfach nicht mehr bezahlbar. Aber ich bin ja hierher gerufen worden, um ein bisschen was aus Berlin zu erzählen. Ja, vielleicht kurz zu mir noch. Ich darf seit 2017 im Deutschen Bundestag kämpfen. Davor war ich 20 Jahre selbstständiger Unternehmer. Ich kenne also die Probleme als Mittelständler, die der Oliver auch angesprochen hat. Und davor war ich tatsächlich 12 Jahre Offizier in der Bundeswehr und hatte auch 2 Auslandseinsätze. Ich glaube, ich weiß schon, worum es geht, wenn deutsche Soldaten im Ausland kämpfen und ihr Leben lassen. Dazu später noch ein bisschen mehr. Was ein ganz wichtiges Thema, wir feiern ja gerade 10 Jahre Alternative für Deutschland. 10 Jahre sind wir schon angegriffen worden, angefeindet worden, totgeschrieben worden und wir sind immer noch da, 10 Jahre. Und eins unserer Kernthemen, unsere DNA damals schon, 2013, war die Kritik an diesen elenden Zwangsgebühren für diese Sender, die uns ständig berieseln mit Propaganda. Und an Silvester habt ihr es wieder mitbekommen. In Berlin geht der Mob auf die Straße. Lange dauert es, bis ZDF, ARD sich durchringen können, von Migrationshintergründen zu sprechen. Die Innenministerin Faeser, sie sitzt mir so 6-7 Meter weg von mir. Ich sitze immer ganz außen und da sitzt sie mir so 6 Meter gegenüber. Innenministerin Faeser sagt dazu zu Silvester, ja, da müssen wir jetzt eine Doppelstrategie fahren. Da müssen wir jetzt zum einen eine Brücke bauen zu diesen Migranten. Wir müssen aber auch ein Stoppschild denen zeigen, ein Stoppschild, wenn sie zu weit gehen. Liebe Freunde, wer hier sein Gastrecht missbraucht, wer Polizei und Hilfskräfte und Rettungswegen angreift, der hat sein Gastrecht verspielt. Der braucht keine rote Karte, der braucht ein Ticket zurück in die Heimat und nie wieder zurück. Glauben Sie nicht, was in diesen Altmedien über uns berichtet wird. Wir können Sie nicht, ein guter, kluger Mann hat mal gesagt, wir können Sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen. Das schaffen wir nicht. Aber wir können Sie dazu bringen, dass Sie immer dreister lügen und dass immer mehr Bürger aufstehen und auch zu uns kommen, zur Alternative für Deutschland. Vielleicht auch mal ganz kurz zu dem Vorwurf, wir seien Verfassungsfeinde, wir seien undemokratisch. Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, seit 2017 kann ich beobachten, wer undemokratisch ist, wer sich nicht an die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages hält. Wir haben keinerlei Ausschuss bekommen, obwohl es laut Geschäftsordnung des Bundestages vorgesehen ist. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Ausschussvorsitzender abgewählt. Das ist gar nicht vorgesehen. Der Ausschussvorsitzende wird eingesetzt. Er kann nicht abgewählt werden. Das haben die Altfraktionen, die Altparteien aber gemacht mit meinem Kollegen Stefan Brandner. Wir haben keinen Vizepräsidenten. Und noch bevor wir überhaupt eingezogen sind 2017, da hat der Schäuble ganz schnell die Geschäftsordnung geändert und hat gesagt, der Alterspräsident, wie seit 150 Jahren Tradition in Deutschland, 1848, die alte Tradition, der älteste Parlamentarier darf
die Eröffnungsrede halten. Das hat der Schäuble ganz schnell gekippt im Ältestenrat und hat gesagt, nee, nicht derjenige, der die Alterserfahrung hat, sondern derjenige, der mit seinem Hintern am längsten im Deutschen Bundestag sitzt, der soll die Rede halten. Und das ist undemokratisch und das ist auch verfassungsfeindlich. Hier steht in Klammern meine Leidensgeschichte. Wissen Sie, was ich aushalten muss im Verteidigungsausschuss? Und jetzt bin ich beim Thema Bundeswehrverteidigung. Ich bin gestandener Offizier und ich war wirklich im Einsatz. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, obwohl das Flugzeug noch in Ordnung war. Ich war beim Einzelkämpferlehrgang. Ich habe einiges erlebt und dann 2017 Verteidigungsausschuss von der Leyen, Ursula von der Leyen. Als erstes, gleich am Anfang, als ich da reinkam, Berateraffäre. Millionen Euro ausgegeben für zig Berater, teilweise aus dem eigenen Umfeld. Also Untersuchungsausschuss her, bitte mal Ihr Handy vorlegen, bitte mal SMS-Nachrichten und alle E-Mails mal abklopfen. Frau von der Leyen findet ihr Handy nicht mehr. Nach wochenlanger Suche hat sie es dann doch gefunden und, oh Wunder, sämtliche Nachrichten gelöscht. Dann hat man sie ganz schnell nach Brüssel weggelobt und ganz schnell war Ursula von der Leyen Präsidentin in Brüssel und nicht mehr bei uns im Verteidigungsausschuss. Aber es ging ja weiter, dann kam Kramp-Karrenbauer. Ich war mit Kramp-Karrenbauer unten im Kundus, im Feldlager bei den deutschen Soldaten in Afghanistan. Wir mussten dort geschützt werden von Apache-Hubschraubern von den Amerikanern, weil die deutsche Bundeswehr keinen einzigen Hubschrauber dort unten überhaupt in die Luft gebracht hatte. Also geflogen und geschützt von amerikanischen Apaches sind wir ins Feldlager Kundus in Afghanistan reingeflogen. Und das Erste, was die, wir haben uns dann getroffen mit afghanischen Soldaten mit zwei Korpsgenerälen, also wer aus der Armee kommt, eine Armee ist ganz, ganz oben, dann kommt eine Division, dann eine Brigade, also Armeegeneräle. Und die erste Frage einer deutschen Verteidigungsministerin war, die Übersetzer haben sich nicht getraut zu übersetzen am Anfang, die erste Frage war, ja, meine Herren Generäle, wie groß ist Ihr Frauenanteil und was machen Sie, damit dieser Frauenanteil größer wird in Ihrer Armee? Das muss ich mir vorstellen. Da habe ich mich geschämt für diese Regierung und für dieses Land. Das ist Kramp-Karrenbauer gewesen. Und dann ging es weiter mit Lambrecht. Wurde auch nichts besser. Die ist mit ihrem Sohn durch die Gegend geflogen nach Sylt. Und schließlich hatten wir jetzt als Vorsitzende die Strack-Zimmermann. Und die macht wirklich nichts anderes, als die Eskalationsspirale in den Krieg weiter nach oben zu drehen. Es ist unglaublich, das hätte ich niemals gedacht, als ich einen Eid auf diese Bundeswehr geleistet hatte, dass es mal Politiker in Deutschland gibt, die uns so reinreiten in den nächsten Krieg. Der Norbert Kleinwächter ist ja hier, wir ringen in Berlin auch um die richtige Lösung. Wir wissen auch nicht genau, was jetzt gerade richtig ist. Aber wenn ich jetzt weiter ausführe, dann werden Sie merken, dass wir auch darum ringen, dass wir tatsächlich eine friedliche Lösung finden und nicht weiter eskalieren. Ja, Afghanistan, meine erste Rede 2017 war auch genau in die Richtung, dass wir damals schon auch in der Fraktion gesagt hatten, raus aus Afghanistan. Die Russen haben sich dort die Zähne ausgebissen, die Engländer haben sich die Zähne ausgebissen, die USA ist ganz schnell rausgegangen und was sollten wir Deutsche eigentlich dort mit unseren Soldaten? 59 Kameraden sind gefallen, 12,5 Milliarden Euro hat der deutsche Staat ausgegeben und da haben wir gesagt, hätten wir diese 12,5 Milliarden lieber unseren Rentnern gegeben, da wäre es besser angelegt gewesen als in diesem abenteuerlichen Einsatz. Aber das wird jetzt alles zum Glück aufgearbeitet. Wir haben einen Untersuchungsausschuss Afghanistan-Einsatz und wir haben einen Untersuchungsausschuss speziell zum Thema Evakuierung aus dem Einsatz. Ich weiß nicht, ob Sie es noch in Erinnerung hatten. Wir sind so schnell raus aus Afghanistan, die Amerikaner vor uns und wir ganz schnell hinterher. Wir wussten ja gar nicht, warum wir drin sind. Jetzt wusste man nicht, wie schnell wir rausgehen konnten. Und ich habe hier im Ausschuss auch die E-Mail dann vorliegen gekriegt vom deutschen Botschafter in Kabul. Der schreibt, letzte E-Mail, liebe Kollegen, wir zerstören gerade unsere IT, wir haben alle Akten vernichtet, wir schlagen uns jetzt zu den Amerikanern durch und versuchen selbstständig nach Deutschland zurückzukommen. So chaotisch ist das damals zugegangen. Unsere Elitesoldaten, Kommando-Spezialkräfte, die haben unsere deutschen Staatsbürger rausgehauen. Da bin ich ihnen wirklich bis heute dankbar.
Elitesoldaten, Sie müssen sich vorstellen, dauert mindestens 3 bis 5 Jahre, bis sie so weit kommen. Das sind wirklich speziell ausgebildete, hochmotivierte Soldaten, die Sie überall hinschicken können, die alles können, die als Rettungssanitäter arbeiten können, die aber aus dem Flugzeug springen können, die evakuieren können, die aber auch gut kämpfen können. Was war der Dank für unsere Elitesoldaten? Aufgrund von ein paar angeblich radikaler Vorfälle. Einer hatte eine junge Freiheit abonniert, dienstlich. Einer hatte was geteilt auf Facebook. Und ein einziger hatte tatsächlich eine radikale Äußerung getan. Aufgrund dieser 3 Vorfälle wurde die ganze 2. Kompanie aufgelöst. Was für ein Skandal. Wir haben nur 4 Kompanien Elitesoldaten, worauf auch die Welt neidisch ist, dass die deutsche Bundeswehr wirklich solche tollen Soldaten hat. Und als Dank für den Einsatz in Kabul hat man uns die 2. Kompanie komplett aufgelöst, muss man sich mal vorstellen. Da haben wir uns aber auch in Berlin dagegen gewehrt. Jetzt haben wir einen Boris Pistorius. Kann es denn noch besser werden, werde ich immer gefragt. Sie haben jetzt die von der Leyen, Lambrecht, Gramp-Karrenbauer, mittlerweile kann man die Namen alle aussprechen, Strack-Zimmermann und jetzt endlich ein Boris Pistorius. Natürlich kann er es auch nicht. Er ist ein Parteisoldat. Das Erste, was er gesagt hat, ist, jawohl, wir machen genau das, was Olaf Scholz hat gesagt. Wir schicken Panzer, wir schicken unsere besten Panzer und wir werden die beste Armee in Europa werden. Die deutsche Armee wird die stärkste und kräftigste Armee in Europa werden. So großspurig stellen sich diese Parteisoldaten hin und so großspurig stellt sich ein Pistorius auch im Ausschuss hin und meint, er könne jetzt das alles richten. Aber wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir eigentlich mit der deutschen Bundeswehr? Da brauche ich die Antwort gar nicht selber geben. Als wir vor einem Jahr den Angriff auf die Ukraine erleben mussten, den ersten Angriffskrieg seit langem auf einen nationalen Staat, da wurde unser Inspekteur des Heeres gefragt, ja sagen Sie mal, Herr General, wenn wir jetzt angegriffen würden, wie könnten wir uns denn wehren und wie würden wir denn jetzt den Feind zurückschlagen? Und ganz ehrliche Antwort, gar nicht, wir sind blank. Wir sind blank, sagt er als General. Wir können uns vielleicht 10 Minuten in Frankfurt an der Oder verteidigen, länger nicht. Dafür haben wir gar keine Munition, dafür sind wir gar nicht mehr in der Lage. So kaputt gewirtschaftet hat man unsere Bundeswehr und wir zahlen trotzdem 48 bis 50 Milliarden pro Jahr für eine Armee, die nicht mehr einsatzbereit ist. Und das liegt nicht an den Soldaten, das liegt nicht an den Soldaten, das liegt an diesen Politikern, die unser Land und auch unsere Armee kaputt gemacht haben. Und in dieser Situation, wo das wirklich klar feststeht, im Ausschuss zweifelt daran auch keiner mehr, 2017, 2018, als wir gefragt hatten in der AfD, wie ist es um die Einsatzbereitschaft bestellt, war ein ganz großes Tabuthema. Jetzt weiß jeder, diese Truppe ist überhaupt nicht einsatzbereit für die Landesverteidigung, obwohl es im Grundgesetz vorgeschrieben ist. In dieser Situation schicken wir die besten, die überhaupt noch funktionierenden Panzer Leopard 2 in die Ukraine. In dieser Situation verschenken wir die Panzerhaubitze 2000, unser bestes Artilleriesystem, das wir jemals hatten. Und in dieser Situation schicken wir das Letzte, was wir noch an Raketen und an Munition finden, das schicken wir kostenlos in den Krieg. Ja, kostenlos, das machen doch die anderen auch. Nein, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die Amerikaner verkaufen all ihr Gerät in die Ukraine. Alles wird bezahlt, alles. Jeder Stahlhelm, jeder Panzer, jedes Sturmgewehr, jedes Paar Stiefeln, all das wird bezahlt, natürlich. Ja, Herr Felser, können die das überhaupt bezahlen? Ja, eigentlich nicht, aber wir deutschen Steuerzahler und wir europäischen Steuerzahler, wir haben jetzt aus Brüssel 3,5 Milliarden Euro pro Monat überwiesen, damit die Ukrainer in Amerika diese Waffen kaufen können. Liebe Freunde, das ist eine Veruntreuung deutscher Steuergelder. Das kann nicht sein, das lehnen wir ab. Die Zeitenwende wird eingeläutet von Olaf Scholz. Und man hat sich da letztes Jahr schon fragen müssen, wer spricht da eigentlich und über was spricht der und wie sieht es in einem Jahr später aus. 100 Milliarden Sondervermögen. Wo Patrioten immer gefordert haben, rüstet doch bitte unsere Soldaten besser aus, wurde jahrzehntelang vernachlässigt. Jetzt gibt es plötzlich 100 Milliarden Sondervermögen. Wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, dürfte ich mal an Ihr Sondervermögen ran,
Könnten Sie mal Sondervermögen bitte für mich aufnehmen? Da würden Sie sagen, ja, ist der deppert. Sondervermögen sind Schulden. 100 Milliarden Schulden für die Bundeswehr, 200 Milliarden Schulden für die Gaspreisbremse. Das ist eine Veruntreuung deutscher Steuergelder. Und das müssten wir eigentlich den Rentnern und den Müttern und den Familien hier in Deutschland zurückzahlen. Aber keine Angst, liebe Freunde, das Geld wird ja gar nicht ausgegeben. Die können es gar nicht ausgeben. Die wissen ja gar nicht, wie man eine Armee aufbaut. Zu Gutenberg hat sich hingestellt, die Wehrpflicht wird ausgesetzt. Und innerhalb von wenigen Monaten war die Armee kaputt. Die Filetstücke in München, Infanteriekaserne, Offizierschule, die Kreiswehrersatzämter, alles ausverkauft, vermietet, verkauft, das ist alles weg, das haben wir alles gar nicht mehr. Wir können keine Wehrpflichtarmee von heute auf morgen mehr aufbauen. Wir haben das alles nicht mehr. Wir haben keine Unteroffizierschulen, Offizierschulen mehr in dieser Größe. Es dauert also Jahre, bis das überhaupt aufgebaut wird. Und sagen wir, ein Jahr haben wir jetzt dieses Sondervermögen und es ist nur noch 90 Milliarden wert. Ja, warum, lieber Herr Scholz? Weil wir eine Inflation jenseits der 10% haben. Also seit einem Jahr nichts ausgegeben worden. Und dann haben wir gefragt, ja, für was wollen Sie das denn ausgeben? Jetzt geben Sie doch einmal Antworten oder überlegen Sie sich einmal, legen Sie bitte ein Konzept vor. Dann hieß es, ja, 15 Milliarden für den F-35. Das ist ein Kampfbomber, ein Kampfjet aus den USA. 5 Milliarden für schwere Transporthubschrauber. Und. Dann haben die uns ein paar Sachen aufgelistet. Da haben wir gefragt, ja, Moment mal, Sie wissen schon, dass wir auch Munition brauchen. Ja, ist alles irgendwo berücksichtigt. Da kam eine Woche später ein neues Konzept mit zusätzlich 30 Milliarden nur Munition. Und das ist sogar richtig kalkuliert. Wir müssten erst einmal, muss ich mir vorstellen, eine angeblich intakte Armee braucht erstmal 30 Milliarden Euro, um die Munition erstmal wieder aufzustocken. Wir haben im Pazifik eine Fregatte auf See, die hat 3 Flugabwehrraketen. Wenn die 3-mal daneben schießt, darf sie wieder zurückschippern. So weit ist es bei uns. Es ist also wirklich unglaublich. Mali, nächster Schauplatz Mali, Afghanistan, aus der Lehre hat man ja leider aus diesem Desaster keine Lehre gezogen. Mali, in Mali haben wir das gleiche Problem. Das ist der gefährlichste Einsatz, den wir überhaupt als Bundeswehr zu verantworten haben. In Mali kämpfen über 1000 Soldaten, die wurden jetzt letztes Jahr noch auf 300 Soldaten aufgestockt. Jetzt im April, Mai, lieber Norbert, da werden wir das im Bundestag wieder haben. Ich bin mal gespannt, ob sie sich durchringen, das Desaster jetzt aufzuhören, ob sie noch ein, zwei Jahre weitermachen. Ja, die Franzosen sind raus. Warum waren wir? Kann mir einer erklären, warum deutsche Soldaten in Mali im gefährlichsten Einsatz kämpfen? Kann mir das einer erklären? Ich habe das die Botschafterin von Mali in Berlin gefragt bei der Veranstaltung. Sie sagt, Ihre Exzellenz, Frau Botschafterin, wir sind doch bei Ihnen in Mali vor Ort. Ja, weil Sie. Die Franzosen waren vor Ort, die Russen kommen jetzt rein. Sind Sie denn zufrieden? Sind Sie dankbar? Sollen wir noch mehr schicken? Da sagt sie, am liebsten wäre es, wenn sich Mali selbst um seine Angelegenheit kümmern. Wir brauchen keine fremden Soldaten, da musste ich ihr Recht geben. Ich frage ganz kurz, für die, die die Geschichte nicht kennen: Wir sind in Mali, weil die Franzosen in Mali sind. Die Franzosen sind dort, weil es eine ehemalige Kolonie ist und weil sie jetzt Uran dort abbauen. Das Uran brauchen die Franzosen für ihre Kernkraftwerke in Frankreich. Warum brauchen sie so viele Kernkraftwerke? Weil wir dummen Deutschen den Kernstrom aus Frankreich holen und deutsche Soldaten kämpfen deswegen dafür in Mali. Das ist ein Verrat auch an deutschen Soldaten. Ja, vielleicht zum Schluss aber auch mal ein paar Sachen, wo wir auch wirken. Alles heute so ein bisschen kritisch, auch in der Kommunalpolitik, wir kritisieren viel, wir müssen aber auch nach vorne schauen. Jetzt endlich hat sich der Bundestag durchgerungen, dass er verkleinert wird. Von 738 Abgeordneten, 1 Milliarde kostet das pro Jahr. Endlich wird zurückgefahren, das ist auch ein DNA, das ist ein Urgedanke der AfD, dass wir ein viel kleineres Parlament brauchen. 450, sagen wir, müsste reichen. 2017 hat Schäuble einen Ältestenrat, auch eine Gruppe gebildet, da sollten Vorschläge eingebracht werden. Unser Vorschlag, der sehr, sehr gut durchgerechnet war, der sehr, sehr gut vorgeraten war, auf 450 Abgeordnete, wurde abgelehnt. Alle anderen konnten sich in einigen, hat es gar nicht passiert. Jetzt haben sich die anderen, vor allem die SPD und die Ampel, auf unseren
Antrag besonnen und haben dann ein bisschen umgedoktert, kommen jetzt auf 580 Abgeordnete, aber plötzlich geht's. Plötzlich, wenn man den Rotstift ansetzt, geht's. Also das ist eine Leistung, wo wir tatsächlich wirken. Die Duma in Russland hat ca. 350 Abgeordnete, der US-Senat so ungefähr 350, 400 Abgeordnete. Das geht. Das sind viel größere Länder. Das geht genau in Deutschland auf keinen Fall 500, sondern wesentlich weniger Abgeordnete. Zehn Jahre Alternative für Deutschland. Wo stehen wir in 10 Jahren? Wir deutsche Patrioten, wir alternative Kämpfer für die Freiheit in Deutschland, wo stehen wir da? Und viele sind auf dem Weg zurückgeblieben, viele Kollegen, ihr wisst es selber, viele Freunde sind da liegen geblieben, ausgetreten, haben sich zurückgezogen. Die 10 Jahre waren schon sehr, sehr heftig. Und keiner weiß, wie zäh es weitergeht. Wir werden beschimpft, beschrien im Deutschen Bundestag. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie es da teilweise zugeht. Und viele zaudern manchmal, aber ich möchte euch Hoffnung machen, dass es wesentlich schneller gehen kann. Und wesentlich schneller kann es sein, dass wir die Machtfrage stellen, dass wir die Frage stellen, wer wird mitregieren in diesem Land und wer wird dieses Land umsteuern. Ich war 20 Jahre alt, 19 Jahre alt, und bis dahin hatte ich in meinem Jugendzimmer, am Kinderzimmer, ein großes Plakat hängen, da war das Brandenburger Tor abgebildet, da stand in dicken Lettern: Die deutsche Frage bleibt so lange offen, solange das Brandenburger Tor zu ist. Und 2 Jahre später, es hat damals keiner mehr geglaubt, ein Kohl hat es nicht mehr verfolgt, die CDU hat es längst verraten gehabt und CSU erst recht. 2 Jahre später stand dieser Peter Felser als junger Offizier unterm Brandenburger Tor und die herrliche deutsche Wiedervereinigung war in diesem Land schneller gekommen, als wir uns alle hätten das vorstellen können. Und das sehe ich für uns, liebe Freunde, die Alternative für Deutschland. Sie wird dann gebraucht, wenn es jetzt in den nächsten Jahren wirklich wichtig ist für dieses Land. Halten wir zusammen und wählen wir gute Leute in den Landtag nach München, damit von Bayern aus die blaue Revolution endlich auch in Berlin ankommt. Dankeschön. Ja, Peter, danke für deine Rede. Du hast leider auch einen schmerzlichen Punkt angesprochen. Wir hatten ja in Traunstein leider auch einen schmerzlichen Mann, der da abgetreten ist von uns. Das ist der Markus Plenk. Und das war ein Schaden für den Kreis. Also der war nicht unerheblich. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten, der Norbert Kleinwächter. Norbert, von dir will ich ganz besonders was von Berlin hören. Und ich glaube, du hast ja auch hier irgendwie verwandtschaftliche Beziehungen im Kreis Traunstein oder was? Oder in... Von wo? Verlobt hat er sich. Ja, wunderbar. Also hier findet man doch in Bayern was Gescheites, gell? Ja, liebe Freunde, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Vielen Dank auch an die Vorredner, die haben wirklich auch gezeigt, die AfD steht für eine bodenständige Politik. Ne? Fakten, daraus vernünftige Argumente und daraus entsteht dann eine fruchtbare Zukunft für Bayern und für Deutschland. Und es gibt ja so die 4 Elemente, ja, in den 4 Elementen sind wir definitiv die Erde, ja, bodenständig, das was Frucht trägt für die Zukunft, das was gedeiht, ja. Die CSU, die EU, das ist Feuer, ja. Wenn die irgendwann an der Macht sind, dann bleibt danach nichts mehr übrig. Unter Merkel wurde unsere Rechtsstaatlichkeit verbrannt, es wurde unsere finanzielle Zukunft verbrannt. Peter Felser hat schon ausgeführt, die Bundeswehr ist völlig verbrannt worden. Also danach bleibt nichts mehr übrig, wenn man die Union mal gewählt hat. Und deswegen müssen wir von diesem Feuer Abstand nehmen. Ja, die FDP und die Freien Wähler, die sind so ein bisschen Wasser, ne, die fließen überall dahin, wo es gerade mal praktisch aussieht und letztendlich versickern sie doch und wenn man sich mit denen einlässt, dann ersäuft man drin. Und die Ampel, meine Damen und Herren, die ist eine absolute Luftnummer. Die Ampel, SPD, Grüne und FDP arbeiten in einer rein ideologischen Art und Weise. Ein Faktum zählt für diese Leute rein gar nichts. Eine Ideologie zählt für diese Leute
absolut alles. Und deswegen ist der Diskurs auch so schwer. Wenn man der Ideologie mit Fakten kommt, dann hat man einen Protest da draußen vor der Tür stehen. Aber statt dass die Leute reinkommen und sich mal die Fakten anhören, bleiben sie lieber in ihrer Wolke der Ideologie, abgehoben von den Ernsthaftigkeiten und von den Fakten der Welt. Die Landung zurück auf der Erde, die wird dann wahrlich hart. Und in ihrem ideologischen Wahn hat sich ja diese gesamte Fortschrittskoalition, wie sie sich selbst ja zynisch bezeichnet, sich eine Sache ganz groß auf die Fahne geschrieben. Mit dem Begriff sozial-ökologische Transformation. Der wird einem überall entgegengeschleudert, egal was man liest. Ja, Koalitionsvertrag sowieso, die Parteiprogramme sowieso, selbst im Arbeitsprogramm der EU-Kommission. Man träumt davon, die Gesellschaft radikal zu verändern. Man will weg von der Art und Weise, wie wir eigentlich glücklich gelebt haben, wie unsere Gesellschaft funktioniert hat, wie unser Land funktioniert hat. Und man möchte hin in die klimaneutrale Zukunftswelt. Und genau deswegen leistet es sich ein Robert Habeck, seines Zeichens Kinderbuchautor und Autor einer Geschichte darüber, wie schön ein Stromausfall ist. Deswegen leistet sich ein solcher Minister für Wirtschaft und Energie in der Tat inmitten einer Krise, inmitten eines Krieges, den die Russen gegen die Ukraine aktuell führen, sich mal eben hinzustellen und zu sagen, wir steigen weiterhin aus der Kernkraft aus. Und im Übrigen, wir steigen auch aus dem Erdgas aus. Und im Übrigen, wir steigen auch aus dem Erdöl aus. Und im Übrigen, wir steigen auch aus der Kohle aus. Und wenn man sich dann fragt, was bleibt dann übrig, dann kommt man auf ein bisschen Wasserkraft. Und dann kommt man auf Photovoltaik und dann kommt man auf Windkraftanlagen. Aha. Die ganze Welt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, insbesondere unsere europäischen Nachbarn. Aus Frankreich ist man stinksauer, wobei die Franzosen, die sitzen echt im Glashaus, dürfen nicht mit Steinen werfen. 37 Atomkraftwerke sind bei denen mal eben defekt. Ja, also wenn wir die Bundeswehr nicht erhalten, die Franzosen machen das gleich mit ihren Atomkraftwerken. Sie lassen das Zeug einfach verlottern und verkommen. Windräder sind ja so viel spannender, aber das, was Energie tatsächlich bringt, das funktioniert bei denen nicht. Deswegen importieren die gerade Strom von uns. Völlig absurd. Ja, aber die Tschechen sind stinksauer, die Polen sind stinksauer, alle unsere Nachbarn sind stinksauer, weil sie sagen, so kann man doch keine Energiepolitik fahren. Ihr fahrt Deutschland komplett runter und im Notfall müssen wir dann vielleicht noch einspringen und euch Energie liefern von dem, was wir gerade noch so irgendwo hinkriegen zu produzieren. Das ist doch nicht normal. Wie kann man denn so blöd sein und in dieser Lage aus der Kernenergie rausgehen? Wie kann man nur so blöd sein? Aber das kommt davon, wenn man keinen Experten im Ministerium für Wirtschaft, für Klima und Energie hat, sondern man hat halt Robert Habeck, den Kinderbuchautor, und der glaubt dann, das funktioniert alles. Aber es wird ja nicht besser, sondern es wird eher noch schlimmer, denn diese gesamte völlig verfehlte Energiepolitik, die wird ja auch noch garniert mit den neuesten Beschlüssen der Europäischen Kommission. Und die EU-Kommission ist sowieso seit geraumer Zeit der willfährige Helfer all der Star-Ideologen, die insbesondere Frankreich und Frankreich zu bieten haben. Also Emmanuel Macron, der stellt sich in Sorbonne hin, hält eine Rede und die EU-Kommission wird fortan alles tun, um alle diese kranken Ideen dieses Sonnenkönigs umzusetzen. Und naja gut, es ist ja auch kein Wunder, schließlich ist die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Geburt von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Es ist auf deren Mist gewachsen, dass Ursula von der Leyen diese Position erhalten sollte. Und übrigens war das klar, bevor die Europawahl stattfand. Dem Einzigen, dem man es nicht erzählt hat, war der Wähler. Aber der ist ja unwichtig für die. Ne? Der Wähler zählt in einer Demokratie für die nichts. Denn Demokratie wird dort umdefiniert. Das bedeutet nicht mehr Volksherrschaft, etwa durch Wahlen und Abstimmungen, sondern Demokratie bedeutet Offenheit, Diversität, LGBTQ und unbegrenzte Aufnahme von Migranten. Ich nenne das nicht Demokratie, ich nenne das demokratiefeindliche Ideologie. Applaus
Jedenfalls hat auch diese Ursula von der Leyen gleich zu Beginn ihres tollen Mandats die sozial-ökologische Transformation ins Programm geschrieben, den European Green Deal, Build Back Better und noch weitere Programme, die sogar namensgleich von den US-Amerikanern übernommen wurden. Natürlich nicht von der Ecke Trump, sondern von der Ecke Biden und Alexandria Ocasio-Cortez. Also genau die Ökosozialisten, die nie in ihrem Leben in den USA was hingekriegt haben, sonst wären sie nämlich ähnlich reich wie Elon Musk, ja, die aber im Endeffekt versuchen, den anderen Vorschläge zu machen. Und wenn Musk dann sagt, ihr habt wirklich nicht mehr alle Tasten im Schrank, ich produziere jetzt schon E-Autos und Batterien, aber das, was ihr fordert, ist völlig irre, dann wird er gesperrt und dann wird er blockiert und dann wird er versucht, arm zu machen, weil er Twitter gekauft hat, weil er dieses ganze linksgrüne Gesöff einfach nicht mehr aushalten konnte. Ja. Jedenfalls kommen diese ganzen Programme von da. Die Ursula von der Leyen will das auch gnadenlos umsetzen. Sie hat eine gewisse Mehrheit im sogenannten Europäischen Parlament und dann wird mal eben beschlossen, dass es keine Verbrennungsmotoren ab 2035 mehr geben darf. Ja, nicht einmal mit synthetischen Kraftstoffen, gar nichts. E-Autos. E-Autos sollen die Zukunft sein, nur E-Autos. Und das Gleiche wird übrigens beschlossen in Bezug auf Verbrennungsheizungen. Also man darf dann auch keine Ölheizung mehr haben und man darf auch keine Gasheizung mehr haben in seinem Haus, sondern das alles soll einen Ökoanteil haben, am besten natürlich Wärmepumpen. Und Wärmepumpen sind nur dann effizient, wenn sie dummerweise mit 30 bis 35 Grad Vorlauftemperatur laufen. Und das bedeutet, faktisch braucht man eine Flächenheizung. Das ist das Ende der meisten Heizungssysteme in Deutschland. Die Leute müssten für 100.000 Euro teilweise ihre Häuser sanieren, um überhaupt noch betriebsfähig zu sein. Thema betriebsfähig. Die EU-Kommission ging sogar so weit, dass sie eine Richtlinie vorgelegt hat, einen Vorschlag für eine Richtlinie, die dazu geführt hätte, dass Leute ihr Nutzungsrecht an ihrem Eigenheim verlieren, wenn das nicht mehr die ausreichende Energieeffizienzklasse hat. Vorgesehen war ab, glaube ich, 2030 Energieeffizienzklasse D und ab 35 E und ab 35 Energieeffizienzklasse D. Das hätte bedeutet, dass die Hälfte der Bevölkerung mal eben das Haus verloren hätte, beziehungsweise das Nutzungsrecht daran. So respektiert man das Recht auf Eigentum, das eigentlich in Deutschland grundgesetzlich verbrieft ist. Aber jetzt zählen wir das einfach mal zusammen. Also wenn wir aus den Verbrennungsmotoren aussteigen und wenn wir aus den Verbrennungsheizungen aussteigen und wenn wir all das mit Wärmepumpen und mit batteriebetriebenen Autos kompensieren wollen, dann brauchen wir doch irgendwie Strom, oder? Also würde ich einfach mal annehmen. Ich meine, das ist jetzt neu für die Grünen, das muss man verstehen. Mit Grundbildung hat sich's da nicht so. Ich meine, Annalena Baerbock hat ja erst nachträglich die siebte Klasse in Geometrie nicht bestanden, ne? 360-Grad-Drehung. Ich meine, Englisch ist schon in der fünften durchgefallen. Aber irgendwie müssen wir das dann als Energie und Elektrizität erzeugen, was da dann verbraucht werden soll. Und jetzt habe ich mal ganz einfache Rechnungen aufgemacht und habe mal nachgeguckt, was ist denn eigentlich die aktuelle Energieerzeugung in Deutschland? Und das sind 570 Milliarden Kilowattstunden. Das produzieren wir an Strom in Deutschland. Davon sind 44% aus sogenannten erneuerbaren Energien, also vor allem Wind und Photovoltaik, entsprechend 56% nicht. Wenn ich umrechne, was an Gas verbrannt wird in Deutschland, wenn ich das in Energie umrechne, dann bin ich zusätzlich zu diesen 570 Milliarden Kilowattstunden nochmal bei 1,1 Billionen Kilowattstunden extra. Ich muss ja das Gas, was ich nicht mehr verbrenne, irgendwie anders als Energie erzeugen. Das bedeutet, ich bin dann insgesamt zusammengerechnet schon mal bei rund 1,7 Billionen Kilowattstunden, die ich im Jahr brauche. Ja, und dann kommt noch der Verzicht auf Diesel und Super und so weiter dazu. Die Verbrennungskraftstoffe, wir verbrennen im Moment so circa 57 Millionen Tonnen Sprit. Da kommt bei einem Liter Diesel kommen zum Beispiel 9 Kilowattstunden pro Liter raus, wenn man das verstromt. Umgerechnet brauche ich also dann nochmal so ungefähr eine halbe Billion Kilowattstunden zusätzlich für den Verkehr. Dann bin ich nicht mehr bei 570 Milliarden Kilowattstunden, sondern summa summarum ganz umgerechnet ungefähr bei 2 Billionen Kilowattstunden, also dem Vierfachen der aktuellen Stromproduktion. Und das soll alles laufen mit Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Nun ja, das geht vielleicht schon. Man braucht halt für 2 Billionen Kilowattstunden Produktion im Jahr einfach mal 10 Millionen Windkraftanlagen.
Ne? Und dann bleibt in dem Porträtbild da hinten kein Stück Wald mehr übrig. Und die Berge sieht man vor lauter Windkraftanlagen, nicht? Und übrigens, Wintersport ist auch wirklich was für echt Fitte, weil das ist nur noch als Slalom möglich. Ne? Das ist die Politik von Linksgrün und man kann es ihnen mit nackten Zahlen erklären, aber dann heißt es Nazi. Ja? Also die Fakten werden nicht angeguckt, sie werden negiert. Nein, die soziale, ökologische Transformation sei notwendig. Ja, und überhaupt, der Energiebedarf wird ja gar nicht so groß sein, denn es wird ja viel Industrie verschwinden. Das sagen die ganz offen. Da sagt man, ja, das ist ja schön, dass ihr das feststellt. Warum macht ihr das dann? Ja, ja nein, die sozial-ökologische Transformation ist nötig. Also da wird viel Industrie verschwinden. Da werden auch viele Leute arbeitslos werden. Deswegen gibt es dann auch einen EU-Klimasozialfonds, um die Ärmsten der Armen aufzufangen. Da sollen 50 Milliarden Euro bereitgestellt werden, damit dann irgendwelche sehr Armen in Rumänien und Bulgarien und zusätzlich wahrscheinlich in Bosnien-Herzegowina, Montenegro und so weiter, was ja noch aufgenommen werden soll, die sollen dann aufgefangen werden. Also Klimasozialfonds auf Deutsch heißt Bürgergeld. Beziehungsweise der SPD ist sich ja noch nicht wirklich einig, ob sie Bürgergeld oder Bürgerinnengeld sagen sollen. Das ist das Problem, wenn man versucht, alles zu gendern. Aber die SPD gendert ja auch lieber, als dass sie zählt. Schließlich hat sie ja auch festgestellt, in Berlin gab es mehr WählerInnenstimmen als WählerInnen. Ja, Problem. Ja, aber gut, das kommt halt drauf an. Wenn man wieder in der Grundschule nichts lernt oder halt nachträglich, wie gesagt, die Schule nicht besteht, so wie Annalena Baerbock, dann ist das halt so. Naja, auf jeden Fall wird dann tatsächlich gesagt, man bräuchte diese Transformation, man müsste die Industrie zerstören, die müsste also quasi abgebaut werden, damit dann eine ökologische Wirtschaft darauf aufgebaut werden kann und dann ist alles gut, dann sind wir also digital, sozial und ökologisch transformiert und im 21. Jahrhundert angekommen. Das Problem ist, die machen halt die Rechnung ohne den Wirt, der Wirt heißt Markt. Und wer soll denn bitteschön völlig überteuerte, völlig sinnlose grüne Produkte kaufen, außer Mitgliedern der Partei, die Grünen? Das wird keiner tun, deswegen wird es diese Transformation nicht erfolgreich geben. Und deswegen ist dieses gesamte Programm der sozial-ökologischen Transformation, das die Ampelkoalition durchzieht, aber auch ganz namentlich erwähnt, die CDU und die CSU, auch Frau Karliczek, damals Bildungsministerin, hat es ganz offen immer wieder in ihren Reden ausgesprochen und verschiedene führende Politiker der Union auch. Das ist eine Politik der Desindustrialisierung, das ist eine Politik des Abbaus unseres Wohlstands, das ist eine Politik, die uns ins Verderben führt und eben nicht in eine grüne, strahlende, positive Zukunft. Diese grüne, strahlende, positive Zukunft, die wird man paradoxerweise tatsächlich nur mit dem Programm der AfD erreichen. Denn wir sichern ja alle Modelle und Umweltschutz ist uns übrigens sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig wie uns Familien sind, die aufwachsen sollen im schönen Bayern, in unserem schönen Deutschland. Ja, die Zukunft gestalten sollen, die eine sehr gute Bildung erhalten, wofür die Wirtschaft erhalten bleibt, wofür die Vermögenswerte erhalten bleiben, wofür der Wohlstand erhalten bleiben soll. Denn dann ist unser Leben auch in 20, 30, 50, 100 Jahren in Deutschland lebenswert. Und natürlich werden diese Technologien, die dabei rauskommen, klimafreundlicher und umweltfreundlicher sein als die, die wir heute haben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir fahren ja heute auch nur noch zu historischen Zwecken mit Dampfloks durch die Gegend. Ja? Aber wenn ich der Technologie die Freiheit gewähre, dann entscheidet letztendlich der Markt und nicht irgendeine Regulierung darüber, was kommt. Und irgendwann wird die neue Technologie die bessere sein. Und damit wird sie ganz normal und wie üblich eine andere Technologie ablösen. Ja, der Super 8-Film wurde von der Videokassette abgelöst, die wurde von der DVD abgelöst, die wurde von der Blu-ray abgelöst und die wurde vom Streaming abgelöst. Warum? Wegen Praktikabilität, wegen Preis und wegen Qualitätsgründen. Ganz einfach, so funktioniert Wirtschaft, so funktioniert Technologieerforschung und so funktioniert sie natürlich ganz genauso bei der Energieerzeugung und beim Verkehr. Das steht ja außer Frage. Nur, wer glaubt, dass er von oben herab vom Stühlchen in Brüssel definieren und bestimmen kann, wer was fahren, wer was produzieren, wer was essen und wer was tun und lassen oder eben nicht tun und lassen darf, der hat seinen Sinn als Politiker verfehlt. Denn ein Politiker in einer Demokratie muss den Rechtsrahmen für Freiheit schaffen und nicht den Rechtsrahmen für Unterdrückung.
eine Unterdrückung, wie wir sie in den letzten Jahren, ich glaube, wie wir es uns nie hätten vorstellen können, erlebt haben mit den Corona-Zertifikaten. Was für ein Gemeinschaftsprodukt wiederum von EU-Kommission, WHO, Bundesregierung, ja, und auch ganz vorne mit dabei Markus Söder, dem es ja gar nicht extrem genug werden konnte. Da hat man Leute verhöhnt, die einfach vorsichtig waren. Da hat man Leute erpresst, sich ein Serum zu injizieren. Da haben Leute ihre Arbeitsstelle verloren. Da haben Leute ihr Sozialleben verloren. Da haben Leute ihre Verwandten verloren, die sie nicht mehr in den Krankenhäusern besuchen durften. Und eine EU-Kommission hat sich dazu aufgespielt, einen QR-Code zu entwickeln, der plötzlich eine Zugangsberechtigung werden sollte zu Gaststätten, zum sozialen Leben, ja zum Arbeitsleben. Und wer das nicht hatte, der konnte sich quasi nicht mehr fortbewegen. Das war eine Negierung der bürgerlichen Freiheitsrechte, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nirgendwo mehr gegeben hat. Und es ist eine historische Schande, was Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Markus Söder, alle drei Union, hier maßgeblich eingeführt und bewirkt haben, nämlich die Spaltung der Gesellschaft und die Verbrennung unserer Grundrechte. Aber eine Gesellschaft, die wird nur in Demokratie und Freiheit glücklich sein. Und deswegen ist dieser Wert der Freiheit ein absoluter, den wir eben auch nicht antasten, sondern den wir bis aufs letzte Blut verteidigen werden, weil ein Leben ohne Freiheit kein Leben in Würde ist. Und Freiheit entspricht den demokratischen Ansprüchen, und Demokratie und Freiheit brauchen einen klaren Rechtsrahmen, der diese Freiheit und diese Ordnung ermöglicht. Und deswegen kritisieren wir ja die Bundesregierung und die Landesregierung so, weil sie in den letzten Jahren eben nur eins getan hat, ständig den Rechtsrahmen zu schleifen, ständig die Ordnung zu schleifen. Wie ich sagte, die Union ist das Feuer, das alles verbrennt und nichts übrig lässt. Und man konnte es erahnen. Es ging ja schon los mit Angela Merkel und dem Schleifen der Maastricht-Verträge damals, als es in der Euro-Frage darum ging, lässt man den Euro fallen, das ideologische Projekt, oder lässt man den Rechtsrahmen fallen, also die Maastricht-Vereinbarungen? Und natürlich hat Merkel die Maastricht-Vereinbarungen fallen lassen. Da wurden plötzlich die Schulden der Spanier, der Italiener, der Franzosen, der Portugiesen, der Zyprioten und so weiter vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Und werden sie nach wie vor nach den Rettungsschirmen, nach ESM und EFSF, gibt es jetzt Next Generation EU, über 700 Milliarden Euro, die mal eben teilweise verschenkt, teilweise als Kreditermächtigungen vergeben werden, und Deutschland zahlt die Zeche, die dort in Brüssel einfach angehäuft wird. Rechtsstaatlichkeit gibt es nicht. Dann wird die Rechtsstaatlichkeit geschliffen, ich habe es bereits erwähnt, mit den Corona-Maßnahmen, wo plötzlich der Artikel 1 völlig vergessen wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stattdessen wurde sie zertrampelbar aufgrund nachrangiger Artikel in diesem Grundgesetz. Ein Grundgesetz, das eigentlich den Bürger vor Handlungen des Staates schützen sollte, nicht einen Bürger vor Handlungen anderer Bürger. Dafür gibt es nämlich das Zivil- und das Strafrecht. Aber das wurde bewusst vermengt, bewusst vermischt und daraus ein Konglomerat der Grundrechtseinschränkungen unter autoritären Unterdrückung. Ja, und abgesichert hat man das auch noch, indem man Stefan Habart, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, direkt aus dieser Funktion in das Präsidentenamt des Bundesverfassungsgerichts befördert hat. Und kein Wunder, dass er danach mit Angela Merkel Abendessen war und irgendwie ganz viele Urteile so aussehen, als könnten sie zufällig regierungsgefällig sein. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist nicht, im Hintern der Bundesregierung zu stecken. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es, die Bundesregierung zu kontrollieren. Genauso wie es die Aufgabe der Parlamente ist, die Bundesregierung zu kontrollieren. Aber die Parlamente sind ja auch schon darüber übergegangen, die Opposition aus Kontrollgremien auszuschließen. Wir haben es von Andy Winhardt gehört, in Bayern passiert das. Es ist auch im Bundestag passiert. Wo bleibt denn die Opposition, wenn es um den Vizepräsidentenposten geht?
geht, wo bleibt denn die Opposition, wenn es um Ausschussvorsitze geht? Wo bleibt denn die Opposition, wenn es ums parlamentarische Kontrollgremium geht? Das zentrale Kontrollgremium des Parlaments über die Regierung. Da schließt man mal eben, damals war es die stärkste Oppositionskraft, jetzt sind wir zwar nicht mehr die stärkste, aber eine zentrale Oppositionskraft mit 10% der Stimmen einfach aus. Mit der blanken Begründung, die seien ja nicht demokratisch. Ja, weil die Demokratie definieren als LGBTQ+ und illegale Migration ohne Ende, eben nicht als Ausdruck eines freien Willens des freien Bürgers durch Wahlen. Der freie Bürger, der ist dort ja gar nicht mehr gewünscht. Und genau deswegen sind wir als Vertreter des freien Bürgers im Parlament nicht gewünscht. Der freie Bürger muss uns deswegen umso stärker dorthin befördern, denn wenn wir dort stark auftreten, dann kann die Stimme des freien Bürgers nicht mehr übergangen werden. Und liebe Freunde, wir wollen keine Entscheidungen, die mal eben die Bürger ignorieren. Und wir sehen sie doch jetzt in ganz vielen Landkreisen. Es häufen sich die Meldungen. Ich bin jetzt viel in Bayern unterwegs gewesen auf dieser Bayern-Tour und in jedem zweiten Landkreis erzählt man mir, dass in einem Dörfchen von 300 Leuten mal eben ein Asylbewerberheim von 500 Leuten aufgemacht wird. Das muss man sich mal vorstellen. Da leben Familien, in den kleinen Dörfern sind es ja meistens Familien seit, keine Ahnung, Jahrhunderten. Ja, da hat ja schon die Uroma im Dorf gewohnt, so ist es doch. Gerade hier in Bayern, aber das ist im Endeffekt in Deutschland nirgendwo wirklich anders. Die leben da in glücklicher Zusammenarbeit, wie sie es halt gewöhnt sind, wie es sich auch eingeschliffen hat. Für Fremde ist es manchmal schwer, das zu verstehen oder da reinzukommen, das wissen wir auch. Das ist aber nicht das Thema. Da wohnen 300 Leute im Dorf, seit Generationen. Und dann sagt mal eben der Landrat, jetzt pflanze ich euch hier 500 Asylbewerber rein. Dann wirst du plötzlich nach Generationen zur Minderheit in deinem eigenen Ort. Und wir haben es mitbekommen, wie das läuft in einem Ort, der heißt Zützen bei Golzen. Es war bei uns in Brandenburg, da hat sich ja letztendlich dann Zukunft Heimat draus entwickelt von Christoph Berndt, diese große Protestorganisation, die mittlerweile in Cottbus oft ist. Da war es genauso, da ist in einem Dorf von 130 Einwohnern ein Asylbewerberheim von 180 gepflanzt worden. Und plötzlich konnte keiner mehr auf den Straßen vernünftig Auto fahren. Die Fahrräder waren Allgemeingut. Leute sind quer durch die Gärten gegangen, haben auch teilweise Leute bedroht, je nachdem, wer da halt gerade als Klientel zu Gast unfreiwillig in diesem Ort war. Und wenn die Leute, die über Generationen unser Land aufgebaut haben, plötzlich zur Minderheit in ihrem eigenen Dorf werden, dann ist es verdammt nochmal endlich Zeit, diese Regierung zur Minderheit im Parlament werden zu lassen. Denn wenn wir nicht im Wolkenkuckucksheim uns aufhalten der Ideologie, dann müssen wir einfach feststellen, dass eine Regierung zentral eine Verantwortung für diejenigen hat, die sie gewählt haben, und das sind die eigenen Bürger. Die müssen zuerst kommen, dafür sind sie ja gewählt, sie sind Repräsentanten des Volkes und nicht irgendeines Volkes und nicht der Menschheit als solcher. Und dann müssen klare Regeln durchgesetzt werden, gerade gegenüber denjenigen, die die Absicht haben, nach Deutschland zu kommen. Dass diese Absicht, trotz der jetzt vorherrschenden linksgrünen Ideologie, viele haben, das mag uns ja als Land ehren. Aber wir als Land haben es doch in der Hand zu haben, wer zu uns kommt und wer nicht zu uns kommt. Und es kann doch nicht sein, dass mittlerweile der beste Weg der Einwanderung nach Deutschland, weil der nämlich auch eine Einwanderung ins Sozialsystem ermöglicht, der ist, illegal eine Grenze zu überschreiten, mit Hilfe von Schleppern, die 10.000 US-Dollar für die Überfahrt übers Mittelmeer verlangen, dann sich nach Deutschland weiter zu begeben und dort Asyl zu brüllen, und dann stellt sich ein Hendrik Wüst von der CDU ins Fernsehen und sagt, es tut mir leid, also wir würden ja gerne alles versuchen. Wir würden ja diese Leute, die gar kein Asylrecht haben, gerne abschieben. Aber es gibt kein Rückführungsabkommen. Dann frage ich, wo bleibt denn das Hinführungsabkommen, mit dem die hierher gekommen sind?
Ein solches Hinführungsabkommen gibt es nicht. Die Genfer Flüchtlingskonvention gibt es nicht her. Die Dublin-III-Verordnung gibt es erst recht nicht her. Unser Grundgesetz und unsere Asylgesetze geben es auch nicht her. Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dass sie da sind. Damit sind sie einfach illegale Grenzüberschreiter. Sie sind Kriminelle und damit gehören sie nicht in unser Land. Und Punkt und aus und Ende. Da brauche ich kein Containerdorf, hier in Traunstein oder sonst wo in Bayern. Das gilt für insbesondere die vielen Zuwanderer aus dem sogenannten westasiatischen Raum. Bei den Ukrainern gestaltet sich die Sache durchaus noch ein bisschen differenzierter. Denn dort haben wir im Unterschied zum sogenannten westasiatischen Raum, wo eben tatsächlich kein Krieg herrscht, es gibt weder in Afghanistan noch in Syrien noch im Irak Krieg, ist nicht, gibt es nicht. Ja, es gibt einzelne Raketen, die in der Tat in Irak niedergehen oder in Syrien, die mal von der Türkei abgeschossen werden. Aber ehrlich gesagt, Raketen gibt es auch in Israel, die von der Hisbollah abgefeuert werden. Da könnten auch die ganzen Israelis nach Deutschland flüchten, aber die werden das tunlichst unterlassen. Denn schließlich ist die Gefahr des Antisemitismus in Deutschland so hoch wie noch nie. Und dieser Antisemitismus kommt nicht von der AfD, sondern er kommt von intoleranten, importierten Personengruppen. Also generell ist eigentlich im westasiatischen Raum eher Frieden. Es ist halt dort nicht gerade so bequem wie in Deutschland, weil es gibt dort kein BürgerInnengeld. Echten Krieg haben wir, und das ist ja wirklich die sehr traurige Geschichte, in der Ukraine. Dieser Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine, der jetzt vor gut einem Jahr begonnen hat, der hat in der Tat vielen Menschen sehr viel Leid gebracht. Man geht von 100.000 Opfern, Todesopfern auf der ukrainischen Seite, auch 100.000 auf der russischen Seite aus, zuzüglich 8.000 Zivilisten ungefähr auf der ukrainischen Seite. Und da muss man ganz offen sagen, jeder Tote, jeder Verletzte, jeder Vertriebene, das sind es auch 17 Millionen, ist einer zu viel. Und genau deswegen gehen wir eben nicht mit einer Strack-Zimmermann oder mit einem Anton Hofreiter und versuchen, irgendwelche Waffentypen zu erklären, von denen wir deutlich mehr verstehen als Zottel-Anton. Sondern wir fordern Frieden. Und als konservativ-patriotische Kraft ganz bewusst fordern wir nicht irgendwie Krieg, 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 sondern wir fordern Frieden, weil wir davon überzeugt sind, dass dieser Krieg von keiner Seite zu gewinnen ist. Weder wird die Ukraine Russland kleinkriegen oder von der Landkarte verschwinden lassen können. Dazu ist Russland einfach ein bisschen zu groß. Noch wird die Russische Föderation die Ukraine tatsächlich einnehmen und unterwerfen können. Dazu sind die Guerillakräfte der Ukraine zu groß und der Willen zu überleben. Und deswegen müssen wir in der Pattsituation, die sich jetzt schon abzeichnet und die sich nur verlängern kann, ebenso deutlich auf die Verhandlungen und auf die Diplomatie drängen. Diese Aufgabe wäre die Aufgabe von Olaf Scholz gewesen, diesem Oberputinisten. Nicht wir sind die Kreml-Freunde, als die wir immer bezeichnet werden. Es war Manuela Schwesig, die in Mecklenburg-Vorpommern Beziehungen hatte, Gerhard Schröder, der bei Gazprom sitzt. Das sind die SPD-Connections in den Kreml, die eigentlich hätten genutzt werden können und müssen von Olaf Scholz. Und zwar am 27. Februar 2022. Nur ist da Olaf Scholz nicht nach Moskau oder nach Kiew geflogen, um Friedensgespräche zu führen. Er hat sich vor den Deutschen Bundestag gestellt und eine Zeitenwende-Rede gehalten, in der er gefordert hat, mehr Krieg, mehr Waffen, denn das fördert die sozial-ökologische Transformation. Und da sind wir wieder im Endeffekt am Ende des Kreisschlusses. Diese ideologische Luftnummer der Ampel feiert eigentlich insgeheim den Krieg, denn er befeuert den Wunsch der klimaneutralen, nicht mehr Industriegesellschaft, also der Gesellschaft, die eben auch kein russisches Erdöl, kein Erdgas mehr brauchen kann, mehr brauchen soll, sondern umstellen soll auf Windräder, die mit Hilfe von Algen und Bakterien Stahl produzieren. Das ist die wirre Vorstellung, die die Grünen und die Ampelkoalition pflegen, aber eine Vorstellung, die sich eben nicht
nicht umsetzen lässt. Sie wollen, dass Deutschland gar keinen Zugriff mehr hat auf günstige fossile Stoffe und damit sozusagen den sozial-ökologischen Wandel, den sie politisch sich wünschen, durchsetzen wollen. Und genau deswegen treiben sie diese perfide, traurige Politik der Kriegstreiberei, wo sie plötzlich von einer Regierung, die noch darüber diskutiert hat, ob man 5000 Helme liefern soll, zu der Regierung wird, die mal ganz forsch ohne Rücksprache mit irgendwem Leopard 2 Panzer in die Ukraine schickt. Panzer, die wir übrigens für die letztendlich Letztverteidigung unseres Landes dringend benötigen würden, denn die Bundeswehr hat absolut nichts mehr zu bieten. Und alles, was wir liefern, fehlt uns bitterlich, wenn wir in einen Krieg hineingezogen werden sollten. Wir sind blank wie ein Kinderarschpopo. Das wissen die und trotzdem machen sie es. Und das ist dreckig den eigenen Leuten gegenüber. Denn die, wir Deutschen, ja bitte. Denn so wichtig es ist, dass in der Ukraine bald Frieden herrscht und so richtig übrigens auch die Auffassung ist, und das sage ich jetzt persönlich ganz deutlich, dass selbstverständlich die Ukraine ihre Verteidigungsfähigkeit bis zu diesem Friedensschluss erhalten muss, dass sie das wahrscheinlich auch nicht alleine kann, aber es gibt mehr Länder als nur Deutschland. Auch das würde ich gerne mal einem Anton Hofreiter oder einer Annalena Baerbock erklären. Ich meine, für Annalena Baerbock gibt es ja sogar Länder, die 140.000 Kilometer weg sind. Sie braucht gar nicht so weit gucken. Es gibt fast 200 Länder auf der Erde, die auch mal was tun können. Es gibt fast 200 Länder auf der Erde, denen man zum Beispiel mal sagen könnte, kippt mal weniger Plastikmüll in die Flüsse und vielleicht könnt ihr mal einen Filter in euer Kohlekraftwerk einbauen, bevor man unsere Wirtschaft auf Null setzt. Es gibt fast 200 Länder auf der Erde, die, wenn sie denn tatsächlich die feministische Außenpolitik so teilen würden, vielleicht auch mal den ein oder anderen Migranten, vielleicht den echten Flüchtling aufnehmen könnte. Dann wäre uns auch schon viel geholfen. Es gibt fast 200 Länder auf der Erde, die durchaus auch in der Lage wären, mal irgendwas in die Ukraine zu liefern. Warum muss das bitteschön alles Deutschland tun? Deutschland muss das nicht tun und Deutschland hätte es gar nicht tun dürfen, sondern Deutschland hätte aufgrund seiner historischen Verantwortung und seiner aktuellen Lage und unserer Abhängigkeit, ja, verschiedensten Weltmächten gegenüber, sowohl den Amerikanern wie auch den Chinesen wie auch den Russen, sofort den Weg der Verhandlungen beschreiten müssen und nie den Weg des Krieges. Und so bleibt am Ende nur zu hoffen, dass diese ganzen Träume einer sozial-ökologischen Transformation ausgerechnet mit den Chinesen zerplatzen, die sich ja erlaubt haben, vorgestern ein 12-Punkte-Papier vorzulegen, das übrigens in vielen Punkten dem Friedensantrag der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag ähnelt, um das auch mal in einem Nebensatz zu erwähnen, und die einfach sagen, wir brauchen jetzt Frieden, wir brauchen eine Waffenruhe. Wir brauchen Friedensverhandlungen, es darf keine Atombomben geben, keine biochemischen Waffen, die Agrarexporte müssen aufrechterhalten werden und dann müssen wir endlich mal schauen, dass wir jetzt zu einer Friedenslösung kommen. Denn wir profitieren alle nicht von diesem Krieg. Das hat jetzt mittlerweile schon der chinesische Staatspräsident geschafft. Der ist zwar noch mal ideologischer verbrämter als die Grünen, aber ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich traurig, dass auf diese einfache Lösung, dass wir Frieden brauchen, die deutsche Bundesregierung irgendwie nicht gekommen ist. Insofern ist die diplomatische Initiative Deutschlands weg. Deutschland hat seine Führungsrolle in Europa und in der Welt völlig verspielt. Wir haben weder militärische, noch wirtschaftliche, noch Forschungs-, noch Bildungs-, noch Demokratie-, noch Regierungsleistungsfähigkeit. Und deswegen brauchen wir in der Politik, und zwar von unten nach oben, einen kompletten Neustart. Wir brauchen jetzt bürgerliche, konservative, klardenkende Politik auf der Basis klarer Fakten. Wir brauchen quasi eine Politik der Erde, eine Politik der Vernunft. Und diese Politik führt die Alternative für Deutschland. Und deswegen werde ich auch alles unterstützend Mögliche tun, was ich kann, damit ihr hier in Bayern, damit wir hier alle gemeinsam in Bayern und in Hessen im Oktober richtig gute Ergebnisse bei den Landtagswahlen hinlegen. Wir müssen den Söder von seinem Alleinstellungsmerkmal, er könnte vielleicht allein regieren oder er kann es mit der FDP oder er kann es mit den Freien Wählern, davon muss er runtergestürzt werden. Weder
weder eine Koalition mit den Freien Wählern, noch eine Koalition mit der FDP, noch eine Koalition mit den Grünen darf rechnerisch reichen. Und dafür braucht es eine starke AfD, damit man mit Schwarz-Blau in Bayern loslegen kann und damit die Politik in ganz Deutschland verändern. Denn diese Ampelkoalition, sie ist ein Kartenhaus, das beim kleinsten Stupser in sich hinein zusammenfallen wird. Die FDP ist am Rande des Untergangs in ihrer Existenz und ich muss sagen, ganz verdientermaßen, wer lediglich einen Marketing-Juppie zu bieten hat und wer alle seine Ideale verrät, der verdient es, aus einem Parlament nach dem anderen zu fliegen. Und es ist Zeit, dass die Menschen die Wahrheit über die Grünen erkennen, über diese Wolkenkuckucksheimbauer und diese völlig inkompetenten Persönlichkeiten, die weder Mathematik noch Englisch können. Jeder Gymnasiast, den ich unterrichtet habe, hat mehr drauf als Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und das kann ich schwören, selbst wenn dieser Schüler gerade mal mit einer 4- durch meinen Unterricht gekommen ist. Und es wird Zeit, dass die Pläne der SPD offengelegt werden, alle Macht nach Brüssel zu verfrachten, Vereinigte Staaten von Europa einzuführen, damit der Bürger bloß nichts mehr zu entscheiden hat. All das sind die wahren Tendenzen, die wahren Absichten dieser Koalition und dieser CDU-CSU. Und deswegen stehen wir so überzeugt dagegen. Und dafür lassen wir uns gerne beleidigen, dafür lassen wir uns gerne beschimpfen. Wir wissen, dass die Fakten und die Wahrheit hier auf unserer Seite sind. Wir kämpfen für den Bürger. Wir kämpfen für Freiheit, für Demokratie und für Wohlstand. Wir kämpfen für unser Bayern und für unser Deutschland und dafür halten wir alle zusammen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich würde jetzt da mal vorschlagen, super Rede, Dankeschön. Dass wir jetzt 5 Minuten Raucherpause machen, weil ich auch mal trinke, wohin? Und das wäre vielleicht mal ganz vernünftig für uns alle. Und danach, ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen aufgeschrieben, dann werden wir ein paar Fragen beantworten. Danke.